Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 116, lieber Defner, und 90 Minuten ist die neue Stunde. Zumindest, wenn es um unsere Hörerinnen und Hörer geht. Die haben nämlich abgestimmt. Wir hatten ja gefragt, ist es zumutbar, auch nach der Pandemie, wo das Leben wieder normaler wird, wo man das Murmeltierleben so ein bisschen wieder verlässt und vielleicht auch mal wieder rausgeht, Spaß hat, Freunde trifft. Vielleicht. Ob man da auch noch 90 Minuten Defner und Chapitz hören will. Und die meisten Leute haben gesagt, das wollen sie. Ja. Und das in den EM-Zeiten ist ja nochmal, kommt ja noch ein anderer Ablenkungsfaktor dazu, muss man auch nochmal bedenken. Ne? Also vielleicht sollten wir uns heute ein bisschen sputen, ja, damit die Leute auch noch Zeit haben zum. Also wenn sie dann 18.30 Uhr runterladen, dann haben sie bis, ich glaube, 21 Uhr geht's los. Also das müsste so müssen wir das hinkriegen. Ja, und dann nochmal eine Halbzeitpause kurz. den Rest hören, genau. Ja, auf jeden Fall ist das Echo gewesen. Man muss natürlich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gibt es natürlich wenig neue Leute, die hören. Denn jemand, der 1,30 sieht, so 90 Minuten, das ist eine große Einstiegshürde. Also wenn ihr das weiter wollt, und wir wollen ja Wachstum, wir wollen ja alle wachsen, dann müsst ihr es weiterreden, weitertragen und muss sagen, nicht abschrecken lassen von den 90 Minuten. Einer hat noch geschrieben, er hätte es dann doppelt so schnell gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob aber das dann nicht ein bisschen... spricht ja eh schon so schnell. So ist es. Bei Defner geht das, glaube ich. Wir können ja mehr parallel reden, dann kriegen wir mehr und Inhalt auf zwei so, Tonspuren. So wie so ein Nvidia-Chip, der macht das auch Parallelverarbeitung und nicht sequenziell. Welt genau. Jetzt der Tonspur A für den Bullen und dazwischen gequatscht. Auf der Spur man könnte eigentlich den Chapitz ausblenden. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich... Geht das eigentlich? Kann man das machen? Links und rechts hören weiß, nur? Das war ja früher Stereo. Das ist ja eine ganz alte. Doch, du kannst aber einen Kopfhörer rausnehmen, könntest du dann. Bei den AirPods so verteilt sind wir natürlich nicht. Das können wir doch machen. Bei Apple gibt es jetzt, wie heißt dieses 3D oder was auch immer, 3D-Klang jetzt bei Apple Music? Da könnte man es dann machen. Da könnte man den Chat jetzt einfach rausschneiden und nur noch Defner hören. Und dann wäre es, haben viele auch geschrieben, ich bin Team Defner, aber trotzdem würde ich auch noch ein bisschen Chapitz dabei hören. Also das gab es auch. Es gab vieles. Team Defner muss ja auch immer gefordert werden. Ja, das ist ja, das macht ja auch den Reiz aus. Und Markus hat einen ganz komischen Zusammenhang geschrieben. Er meint, für mich hängt das von Heidi Klum ab. Läuft aktuell eine Staffel DSDS. Ich meine, Heidi Klum macht gar nicht DSDS, sondern Germany's Next Topmodel. Das heißt glaube ich, GNTM. Genau, das weiß Markus auch schon mal nicht, was die Freundin da macht oder die Lebensgefährtin. Dann hört er währenddessen immer Defner und Chapitz. Ich weiß nicht, wie lang geht GNTM? Ich habe das mal geguckt, die ganze Staffel, ehrlich gesagt. Mit der Freundin zusammen, ja. Weißt du? Und? Ich gucke noch mit der Freundin zusammen Fernsehen, ja. Ja. Sind noch frisch verliebt. Und also Markus, nee, das ist der Defner. Das ist, du kannst auch verliebt sein und musst nicht zugucken. Also bei mir war es früher auch so, ich habe das auch nie mitgeguckt. So. Und bin trotzdem noch verliebt. Ich finde, man kann aber auch zusammen gucken. Ja? Zusammen Fernsehen gucken macht mir einfach mehr Spaß. Ja? Nach GNTM. Und wer hat jetzt gewonnen? Bei das GNTM? Gibt es da schon einen Sieger? Ich war nicht meine Favoritin, ehrlich gesagt. Okay, gut. Ja? Okay, ich, um so viel zu sagen, dass, also die letzte Staffel war dann ein bisschen für mich enttäuschend, muss ich sagen. Ja? Okay. Aber sie haben trotzdem gesungen und so. Ist es denn auch jetzt... Nicht gesungen? Nein, das ist DSDS, wo sie singen. Ja, das andere sind die Models, ja. Die machen da allerhand... Müssen die nicht auch dabei Sachen machen? Müssen die nicht auch irgendwie Sachen machen, tanzen, irgendwas? Sachen machen mit Jochen Schweizer, Stanze. Die haben ja, das war ja eine Staffel, die komplett in Berlin gedreht worden ist, wegen der Corona-Pandemie. Und die haben sich da am Alex abgeseilt, an dem großen Hotelhochhaus da. Da gibt es ja dieses... alle möglichen gebuchte Dinge. Und dann bist du da und dann gucken da die Leute von unten und sagen... Will ich oder wie läuft das? Die mussten sich ja, nein, das ist ja dann immer die Jury, die entscheidet. Ja, da gibt es ja auch kein Publikumsvotum. Am Ende entscheidet sie einfach Heidi Klum nach eigener Willkür. Okay. Ja, was mir in der letzten Folge dann einfach wirklich nicht gefallen hat, muss ich sagen. Das ist, wie ist das jetzt ganz klar zu sagen. Früher war das ja immer auch sehr harsch, der Ton. Das war ja auch bei DSDS und mit Dieter Bohlen. Da wurden die Dieter Leute auch angemacht. Ist man da auch ein bisschen freundlicher geworden? Hat gesagt, nein, Mensch, du hast es toll gemacht, aber ich habe jetzt leider kein Foto für dich. Ich glaube, das sagt genau. Man. Ja. So ist es. Ja. So ist es bei Germany's Next Top Model immer noch. Ja? Sind die auch ein bisschen weichgespülter geworden? Weil man insgesamt, der Ton ja ein bisschen so Snowflakes, die Leute wollen ja nicht so Kritik so harsch werden, die sind ja ein bisschen sanfter dran. Das Harsche war ja mit DSDS, ja, aber da ist ja der Bohlen rausgeflogen bei RTL. Ja? Ja. So, die wollen es wahrscheinlich auch nicht mehr auf diese harte Nummer, sondern eben auch wieder ein bisschen moderner. Ich meine, der Bohlen ist halt einfach auch du meinst, nicht kritisieren ist modern. Hier. Das ist cool, wenn das nicht kritisiert ist, dann, Aber nee, aber die Leute so beschimpfen, verunglimpfen wie der Bohlen immer. Wer da hingeht und nicht singen kann, der muss sich schon anhören, dass er nicht singen kann. Da kann man nicht sagen,
und zwar ein interessanter Gesangsbeitrag, aber das können wir leider nicht weiterkommen lassen. Gut, wir schweifen ja gleich am Anfang ab. Ja. Ja, so wird es mit den 90 Minuten nichts. Ja? Das stimmt, aber also wer noch mehr Chapits hören will, ich habe es ja erzählt, ich war ja bei diesem Redselig-Cast. Wer jetzt mal eine Stunde 17 Chapits noch mehr hören will ohne Defner, mit Nils und Mike mit AI, der kann das hören. Redseligkeit heißt es. Nur kann man 1,17. Und das nennt ihr dann redselig. Also ja, redselig. Da habe ich meine Leidenschaft für die Börse und für die Märkte und für die... Hast du nochmal die ganzen alten Geschichten erzählt? Die Defner und Chapitz-Hörer kennen die Geschichten doch schon. Nee, aber die noch nicht. Alles auf Aktien hast du ja auch nochmal die alten... gab's neu. Der Kollege Chapitz packt jetzt immer überall seine alten Geschichten aus. Jetzt hier bei Sandra Navidi im Interview-Podcast. Alles auf Aktien hat er auch nochmal die alten Geschichten erzählt, wie er seine Frau auf dem Alexanderplatz kennengelernt hat. Ja, und ich habe eine... Also wer es noch nicht gehört hat, kann das auch anhören. Ein Zufall habe ich rausgelassen. Zuhörer, ja. Aber einen Zufall habe ich rausgelassen bei der Navidi, dass nämlich die Frau ist nämlich eigentlich weitergegangen, als ich angesprochen habe, und dann musste sie durch diese Tür gehen und die ging nicht auf, weil sie gerade kaputt war, und dann musste die Frau nochmal umdrehen und da habe ich dann meine Chance ergriffen. Diese kleine Episode noch dazu. Hat er sich. Und dann hat er den Fuß in die Tür gestellt, ja. Die war da gar schließt sie wieder der Kreis, ja. Der genau zuhört. Ja, also auch diese schönen Geschichten und vor allem meine Liebe zu Aktien, zur Börse, die kann man alle bei den Redseligkeiten. Und vor allem sind es zwei junge Menschen, die so ein bisschen staatsgläubig sind. Das hast du ihnen ausgetrieben. Und dann, ja. Den vom übergriffigen Staat erzählt. Hab ich. Und dann, ja. Nein. Also ich brauche es nicht gehört zu haben. Ja, genau. Hast du gegen die Notenbanken geschimpft? Nee, gar nicht so. Aber ich habe wirklich, der wollte dann Börse, Casino, man kennt ja diese ganzen Angriffe. Casino ist heute auch noch ein Thema bei uns. Aber genau. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es nicht solche Ausprägungen gibt, ja? Also. Ja, habe ich auch nicht gesagt, aber langfristig geht es um Gewinne und das ist der Haupttreiber von Börsenkursen. Das hat durchaus was mit fundamentalen Sachen zu tun. Das stimmt. Ja, dann haben wir noch ganz viele auch Feedback bekommen zu unseren Politikfolgen, die ich ja angeregt hatte, wo du ja nicht so begeistert warst. Das müssen wir nochmal überlegen, ob wir das machen. Kurz vor der Bundestagswahl vielleicht nochmal. Einer meinte, wir sollten so die wichtigsten Statements in 5 Minuten reinholen und dann sollten wir danach darüber diskutieren. Ich finde ja lieber die Leute mal konfrontieren. Hier einfach sitzen lassen und dann nicht so wie, ach, das ist aber ein interessanter Vorschlag. Wir machen das dann nicht so wie Germany's Next Topmodel, sondern wir fragen nach, so wie früher, wie hieß der Ulrich Meier, heißer Stuhl? War das nicht damals? Als RTL noch in den Kinderschuhen steckte, als Tutti Frutti lief? Da gab es Ulrich Meier, der heiße Stuhl. Ja, Ulrich Meier, Ulrich Meier war später aber bei Sat.1, also so, hat die Akte gemacht. Ja, aber der hat früher den heißen Stuhl, wie das hieß, gemacht und hat dann die Leute so richtig einvernommen. Gegrillt, wie man sagt im Journalistendeutsch. Ja. Genau, gegrillt. Ja, Mann, jetzt hast du sonst noch was zu berichten von der Woche? Weil also, das Vorgespräch, auch das wurde ja so ein bisschen... Sehr wichtig. Ja. Das finden viele sehr wichtig, um reinzukommen. Ja. Das ist ja wie, wenn du eine Fernbeziehung hast, ich hatte das früher mal. Mach mir erstmal ein bisschen Smalltalk. Dann kommt man am Anfang irgendwie wieder zusammen. Wir sind immer essen gegangen dann am Freitagabend, wenn dann die Freundin kam. Und man kam dann wieder so ein bisschen zusammen, man muss sich aneinander gewöhnen. Und das schrieb das auch jemand, und das wäre unser Vorgespräch, weil man ja nur einmal die Woche mit Defner und Chapitz zusammenkäme, wäre so ein Art Man weiß ja, man kann eine Dreiviertelstunde vorspulen, wenn einen das Vorgespräch nicht interessiert. Und wer immer sagt, okay, eure Themen kommen viel zu spät, muss erst mal den Computer hier leiser stellen, der muss halt einfach dann ein bisschen vorspulen. Ne? Dann merkt er schon, wenn wir dann ins Thema einsteigen. Aber traditionell, wir haben eine Struktur, Bulle und Bär, ja, wir sagen es nochmal für den Neuen. Und das Thema, das in der Regel im Titel steht, kommt ganz zum Schluss. Ja? Also, genau. Und vorher würden wir noch, und es sollte noch eine Rubrik geben, die sollten wir neu einführen. Defners Elektro-Schrott-Rubrik. Und es gibt ja eine Schrott-Idee, die wieder gut gelaufen ist. Suse beispielsweise. Ja, Suse. Hallo, voll angesprungen. Ja. Suse. In 2 Tagen hat die 15% oder mehr gemacht. Freitag und Montag hat richtig Gas gegeben. Ich konnte keinen Grund dafür finden, dass die jetzt plötzlich angesprungen ist. Als sich jemand bei mir bedankt, habe ich gesagt, nee, das war eine Defner-Idee. Ich habe sie zu 30 mir ein paar Stücke auch zugelegt, weil ich die Idee so lala fand. Da dachte ich mir, jetzt mache ich das mal. Normalerweise laufen die Ideen dann nicht, wenn ich das auch mache. Baidu beispielsweise ist so ein Ding, das ist bis heute nicht wirklich. Ja, gut. Das muss nochmal. Der China-Schatten, der lastet immer noch auf vielen. Also die Chinesen sind immer noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Aber auch TeamViewer habe ich ja zeitgleich mit Suse gekauft. Die sind aber noch mehr unter Druck gekommen. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen leicht im Plus. Die haben ja gestern eine Kooperation mit SAP verkündet. Und ich habe mich auch gefreut, dass die ganze erneuerbare GreenTech jetzt wieder gekommen ist nach dem Gesinentreffen. Ein bisschen, stimmt. Ja, Siemens Energy, aber vor allem auch Nordex. Nordex. Aber die hatten auch einen Großauftrag. Genau.
genau. Die hatten auch einen großen Auftrag. Aber die haben erst profitiert von dem Rückenwind vom G7-Treffen und dann kam noch der Großauftrag, die Ankündigung eines Großauftrags dazu und das hat dann gleich mal offensichtlich. Also ich glaube, GreenTech weiter, da ist auf jeden Fall viel, viel drin. Und mit dem willst du die Seidenstraße bauen? Nein, die klimaneutrale Seidenstraße vom Westen finanziert gegen die Chinesen allem, und da überall Nordex Windräder hinstellen, dann wird es was. Nicht nur Nordex, sondern natürlich die großen Vestas zuallererst. Aber für Nordex fällt da auch noch viel ab. Ja. Und da bin ich absolut zuversichtlich. Und da kann ich jetzt. Nur eine Sache muss ich noch wenigstens ganz kurz ansprechen. Was hast du von deinem alten Helden Emmanuel Macron, der da hinfuhr zum Gipfel und gesagt hat, er will gerne die Patente abschaffen. Hast du das dann auch ein bisschen für gut, komisch befunden? Das hat der Biden ja auch gesagt. Also ich meine, das kann ja jeder, wir leben in einer freien Gesellschaft und da kann jeder so seine aber es ist ja schon eine europäische Sache. Überdenkt mal, bei dem Macron denke ich immer, der macht immer nur auf Europa, wenn es ihm passt. Und wenn es ihm nicht passt, und bei den Patenten war es ja so, dass sein Sanofi, er hat ja damals extra auch schon bei den Impfbestellungen, hat er immer Bestellungen auch schon hat er auch schon gesagt, ich muss meine Sanofi hier damit reinkriegen. Ja. Der Typ ist wirklich kein richtiger Europäer, als den du hier darstellst, sondern ist für mich eher so ein Franzose, der, wenn es mal reinpasst ins Programm, auch mal europäisch denkt, aber eigentlich. Ist er nur dem eigenen Land verpflichtet. Das nervt mich wirklich. Das ist natürlich immer das Problem, das systemische Problem, weil die Leute von ihren eigenen Leuten gewählt werden noch immer, ja, und du kein wirkliches europäisches Wahlrecht hast, wo gemeinsam, also das Europaparlament das bestimmende Parlament ist, sondern du quasi nationale. Aber das Patentthema ist doch kein wahlbestimmtes Thema. Das ist ja einfach wirklich genauso. Er dachte, halt mein Sanofi ist ja nicht dabei. Du sagst ja grundsätzlich Interessenspolitik. Ja. Ich würde jetzt auch mal sagen, gut, wie gesagt, Biden, es kam ja vor allem auf von beiden die Unterstützung gegen den Patentschutz. Ja. Und es gibt natürlich genug US-Firmen, Moderna, die dabei sind, Pfizer, die dabei sind und auch sonst sind die Biotechnologie in den USA. Bei mRNA-Technologie. Wenn du CureVac siehst, das ist heute mein Bulle, ich schon mal hier verraten. CureVac ist jetzt nicht unbedingt der Führende momentan noch. Doch, es ist aber der Führende, nein, also was die Technologie anbetrifft, schon. Ja. Was die Aktienperformance aber immer zu sagen, anbetrifft, ist bloß, okay, das ist dann antieuropäisch. Ich meine, das ist es. Ja, aber die Deutschen haben auch so ihre sagen. Interessen immer im Blick und sind nee, doch nicht so wie wenn es um die Autoindustrie geht, dann sind die Deutschen auch ganz weit vorne. Wer hat die Digitalzölle europaweit immer bekämpft, weil man Angst hatte, dass dann im Umkehrschluss dann die Autohersteller besteuert werden können, muss man schon auch der Fairness halber sagen und jeder hat so seine Hauptindustrie. Die CO2-Steuern, die VW zahlen muss, das war auch eigentlich gegen die deutschen Interessen. Jetzt hat es zum Glück was Positives bewirkt, dass sie schneller umbauen. Die Transformation, die Steuern haben auch eine lenkende positive Wirkung zuweilen. Aber ehrlich, die Franzosen sind ja schon noch eine eigene Nummer. Und deswegen der Emmanuel, es wird nicht mein Held mehr in dieser Welt. Und gut, und er muss, ja, aber ich meine, der hat jetzt auch bald wieder Wahlen anstehen. Mhm. Und Le Pen steht ihm im Nacken. Viele glauben schon, dass sie wirklich dann die nächste Präsidentin werden könnte. Und da werden wir natürlich vor diesen Wahlen noch nationalere Töne hören von Macron. Das ist auch ganz klar, ja. Ist ja echt traurig, wenn man nicht mit Europa im eigenen Land punkten kann. Ja, aber das ist leider ist das halt immer noch so, weil überall die Populisten sind, die gegen Europa hetzen und sagen, ja, Europa ist an allem Leid dieser Welt schuld oder unseres Landes im Spezialfall. Und dann musst du halt dann wieder mit nationalen Parolen in den Wahlkampf ziehen. Das ist leider sehr, sehr schade. Und deswegen werde ich weiter hier auch für Europa meine Stimme erheben, auch wenn es unpopulär ist und auch wenn es unpopulär ist, für die Europäische Zentralbank und deren Politik zu streiten und sich für Italien in die Bresche zu schmeißen und für Griechenland. Aber Griechenland ist gelobt worden. Die haben ja ihren Rettungsplan vorgelegt und er ist wohl einer der besten gewesen. Die kennen sich ja aus, wie man jetzt schöne Pläne schmiedet. Also du meinst jetzt den Plan für die 750 Milliarden. Genau, für das Rettungsprogramm. Rettungsprogramm. Wo ja, während wir hier reden, werden gerade die ersten Anleihen emittiert und der Defner als großer Europäer wird sich bestimmt eine kleine Europa-Anleihe zum wahrscheinlich günstigen Minuszins. Ich kaufe natürlich grundsätzlich keine Anleihen, ja, weil ich dazu dann später noch mein Thema, die Inflation kommt, ja. Oder okay. Ist schon da, ja. Und deswegen halte ich ja, und da halten wir ja beide nichts eigentlich von Anleihen im Depot. Grundsätzlich nicht, ob es jetzt europäische oder amerikanische sind oder Unternehmensanleihen. Ich würde einfach von solchen, also die können nur verlieren und zwar doppelt in der Inflation. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Und Alexander hat aber eine Frage gestellt und er hört immer jeden Morgen AAA und Dienstags Defner und Chapitz und er fragt,
Es gab ja früher diese Idee, 60%, also wenn man so ein Depot hat, 60% ja. Aktien, 40% Anleihen. Oder 100 minus Lebensalter, weil genau, die alte Lebensweise so. Halt so nach dem Motto, je älter du wirst, also 100 minus Lebensalter in deinem Fall jetzt, ja. Naja, gut. Ich dürfte jetzt 50-50 haben. 50-50, ja. Bei Ihnen wäre der Aktienanteil schon etwas geringer, Herr Deffner. So, das wollte ich nur mal kurz hier eingeweiht. Und jetzt fragt er halt wirklich, wie macht er das, diesen Sicherheitsanteil? Und er hat schon eine gute Idee, hat er selbst, der klassische Notgroschen. Ein Notgroschen sollte jeder, der anlegt, sollte einen Notgroschen haben und der sollte ungefähr 3 Monatsgehälter haben. So, oder? Bist du ähnlich? Sind wir ähnlich dran? Ich hab's zwar nicht, aber, aber eine gewisse Liquidität. Also mein Notgroschen ist der Dispo-Kredit. Ja, ist auch, den oder ich habe nein, Dispo oder gewisse variable Kreditlinien, nenne ich das jetzt mal. Ich denke nur in Krediten. Ich denke nur in Krediten, das ist mein Notgroschen. Ja. Gut, okay. So, ich will einfach in der Inflation ganz viel Schulden haben. Ja. Bis mich der Schuldensühner holt. Ja, nee. Aber in der Regel ist richtig, besser hat man dann den Notgroschen auch nochmal auf dem Konto, dann kann man noch ruhiger schlafen und das, manche nennen das das Waschmaschinengeld, dass man sich auf jeden Fall eine Waschmaschine kaufen kann, wenn sie kaputt ist, die war früher auch teurer, ja, kostet ja heute auch nichts mehr, aber schon, dass man so solche Ausgaben mal und ein paar Monatsgehälter können da auf jeden Fall nicht schaden, aber alles andere sollte dann einfach in meiner Meinung nach in Sachwerten angelegt sein, also in Aktien und dann kann man da ja auch und sagen, okay, dann für diesen Anleiheanteil sich eher Dividendenaktien und dergleichen aussuchen, die eher sozusagen ein bisschen träger sind in der Kursbewegung, stabiler sind in der Kurs, in der werthaltiger ist vielleicht ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber sagen wir mal ein bisschen stabiler, ein bisschen konservativer. Die regelmäßig Dividende ausschütten und dann hat man da quasi, ja, ist auch nicht der neue Zins, aber die Dividende, aber es ist vergleichbar. Und so würde ich das dann machen und empfehlen. Und, aber also du würdest neben dem Notgroschen kein zusätzliches Geld mehr in so eine sichere Komponente. Man könnte ja auch noch sagen, ich mache die 40%, die früher die sichere Komponente ist, packe ich in Tagesgeld drauf. Aber ich meine, wenn er lang genug, also die Frage ist immer, wie lange kann das Geld entbehren und wenn das wirklich dieser lange Zeitraum ist, wo man das kann, das ist die Frage. Dann würde ich das auch nicht machen. Die Frage ist ja, wann brauchst du das Geld? Gut, da? Genau. Und wenn ich sage, ich will mir nächstes Jahr ein Auto kaufen oder in 2 Jahren eine Wohnung kaufen, dann muss ich dieses Geld auf die Seite packen. Ja. Und dann muss ich sagen, okay, notfalls zahle ich auch Minuszinsen dafür. Neulich hatte ich auch eine Kollegin gefragt. Da gehst du zu Weltsparen, holst noch was. Ja, wir wollen wie mache ich das jetzt? Ich will ein Grundstück verkaufen, dafür später eine Wohnung kaufen. Wo parke ich das Geld? Ja gut, wahrscheinlich musst du dann irgendwie auch Negativzinsen, wenn du sicher parken willst, in Kauf nehmen. Ja? Oder guckst mal. Aber dann bist du ja auch schnell wieder bei einer Adresse wie hieß die Bank aus Bremen, dann wo du, gut, als Kleinsparer bist du immer noch mal geschützt. Auf jeden Fall nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank parken. So ist schon, es. Ja? Das kann man ganz, machen. Ganz wichtig. Das kann man machen und dann kann man gucken, ob man da irgendwie noch ein bisschen was kriegt. Aber nur, wenn man dann wirklich, finde ich, auf Sicht von sag mal bis zu 5 Jahren oder sowas, der größere Anschaffungen plant und gut. Besser ist, man hat einen Anlagehorizont von 10 Jahren für Aktien und dann kann man dann das aber meiner Meinung nach schon zum großen Teil da parken, vielleicht auch nicht auf einmal einsteigen. Das ist ja immer all die Sachen, die wir jetzt schon hier immer wieder 160 Folgen lang predigen. Wenn man dann gestaffelt einsteigt, kriegt man ja auch einen besseren Einstiegskurs möglicherweise. Rational ist das übrigens nicht. Das wollte ich nur sagen, das ist die Psyche. Das ist für die Psyche, weil für die Psyche, der Erwartungswert an der Börse ist an jedem Tag größer als 1. Genau. Wenn man größer als 1 ist, jeden Tag, wo du dein Geld zurückhältst und nicht investierst, verlierst du halt relativ gesehen. Hast du auch recht. Ich würde es auch nicht, ich persönlich mache das auch nicht, sondern bei mir. Du musst alles sofort reinballern. Ich muss ja immer reinballern, wenn ich irgendwie was. Gut, wenn ich was Liquidität sehe, habe. Ja. Dann wird es geballert. Baller. Mehr Ideen als Geld. Liquidität, ja? Gut. Deswegen. Okay. Ich versuche mich bei der Beleihung der Depots etwas zurückzunehmen. Ja. Und auch bei den schön, CFDs, dass wir heute über Zocken reden. Das finde ich wunderbar. Das ist schön, meine Damen. Später verurteilen wir noch das Zocken, ja? Ja, aber genau. Erstmal wollen kleinen wir. Kleinen Teaser. Nein. Ja, wir haben ja auch in den Foren, wo ich gestern dann recherchiert habe, warst du auch als glühendes Beispiel genannt. Für was? Teilweise. Ne? Weil, dass du einer von ihnen wärst. Weil du auch dein halbes Depot in Jumia hättest, schrieb da jemand. Also siehst, es gibt Menschen, die genau hier hinhören und gegebenenfalls dann.
das auch nachmachen. Also insofern, für die normalen Menschen, was der Defner macht, ist es nichts. Aber für Menschen, die vielleicht ihr Adventure-Depot, vielleicht das, was Defner als normales Depot hat, würde ich als Venture-Depot machen. Und dann noch die Basis-Investments, die wir ja alle kennen. Und fertig ist es. Das wäre es eigentlich, oder? Ja, und es gibt, jeder muss, am Ende ist es immer wieder, kommt es darauf hinaus, jeder muss seine Entscheidung selber treffen und wir können hier wirklich nur Ideen geben, aber die Zeiten sind einfach vorbei, dass man diese Standardanlageempfehlungen hatte und viele Vermögensverwalter, die machen es halt immer noch leicht und arbeiten immer noch mit dieser Überlegung, ja, da packen wir dann nochmal 30% Anleihen. Oder nimmst du halt einen Mischfonds. So, ja, und dann hast du einen Mischfonds und am Ende kommt halt nichts dabei raus. Auch Mischfonds halt, gehen, also wenn man den Arrero nimmt, das ist ein Mischfonds, der wirklich nach wissenschaftlichen Methoden ja, von aber die Herrn haben jetzt, Weber ist, Martin Weber ja, aus, ja. aus Mannheim, der ist okay. Aber, der ist aber jetzt, man muss sagen, die haben jetzt aber halt Jahrzehnte davon profitiert, dass die Zinsen gesunken sind und die Anleihepreise, also die Anleihekurse gestiegen sind. Das so. Stimmt. Und wenn sich das jetzt in einer Inflation dreht und die Zinsen wieder langsam anziehen, dann fallen eben die Anleihekurse und dann denkt immer jeder, ach, jetzt muss man unbedingt Anleihen haben, nee, aber Pustekuchen. Dann, ja, ist es dann, schlecht. Dann sollte man eben keine Anleihen haben. Und Jamie Dimon von JP Morgan hat ja auch gerade wieder gesagt, sie haben jetzt jede Menge Cash, sie würden auch keine Staatsanleihen, keine Treasuries kaufen. Und sondern sie halten jetzt einfach Cash in größeren Stil, weil sie eben mit einer kommenden Inflation rechnen. Und da sind Anleihen einfach auch wirklich eine ganz schlechte Inflationsdiskussion. Ich glaube, haben wir jetzt über 40.000 wieder mit dem Bitcoin? Ich weiß gar nicht. Ja, heute schwanken wir so um die 40.000. Wir sind wieder auch drunter gerutscht. Aber vor allem hat natürlich wieder mal Elon Musk geholfen. Also ich meine, es geht wirklich nicht mehr. Ich muss bald mal wieder meine Tesla-Aktien ausprobieren. Test verkaufen, weil der geht mir jetzt so auf den Sack, also, um es wirklich mal ganz deutlich zu sagen, mit seiner Bump-and-Dump-Strategie beim Bitcoin jetzt Bump wieder, ach ja, Bump-and-Dump wieder Frank gesagt, ja, Bump-and-Dump. Bump-and-Dump-Duck-and-Circumstance. Ja, das ist super, das ist nein, aber nein, also es ist doch wirklich jetzt wieder, ach ja, dann vielleicht exzentieren wir es wieder mal. Alter, die Quartalszahlen stehen bevor, ja, die halten er Bitcoin. Muss wieder ein bisschen, die letzten Quartalszahlen hat er aber auch damit gerettet. Er hat 10% verkauft, ja. Also es ist, ja, aber er hat noch was. Aber Alter, er müsste sie abschreiben, wenn sie gefallen sind. Ja. Die nächsten Quartalszahlen, Herr Defner, verstehen Sie bitte, was Sie da gekauft haben. Vielleicht muss ich mal kurz meine Tesla-Aktie verkaufen. Beim letzten Mal hat er übrigens seinen Quartalsgewinn durch Bitcoin gerettet, nachdem er sie nach oben gejubelt hat. Und das war muss mir diesmal sehr wieder zuwider. Passieren. Ich habe es verurteilt. Ja. Ich verurteile es immer wieder. Ja. Wann gibt es die nächsten Quartalszahlen? Da könnte man eigentlich mal so eine Bitcoin-Wette immer machen. Immer wenn Quartalszahlen bei Tesla sind, dann geht es mit Bitcoin hoch. Vielleicht gibt es ein Muster und wir können alle reich werden. Sie haben ja auch Ihr neues Model S-Plate vorgestellt. Schneller als der Blitz. Schneller als der Blitz. Ja, wunderbar. Aber von der Reichweite finde ich es enttäuschend. Kommt da noch nicht mal ein EQS ran. Ja? So, das hast du den EQS schon so lange fahren sehen oder hast du nur die Beschreibung gelesen? Die Beschreibung, das ist immer das Problem. Ja, man weiß nicht so richtig, kann der das auch, wenn minus 30 Grad draußen sind? Wenn dann Sommerfeld ihn fährt. Ja, ja gut, bei minus 30 Grad wird es nicht schaffen. Aber es sind ja mittlerweile, die Messstandards sind doch einigermaßen besser geworden als früher zu VW-Zeiten. Ja, als zu Dieselgate-Zeiten. Ja. Ich habe noch eine Sache aus meinem Portfolio. Einen habe ich auch noch aus meinem Portfolio. Nein, ich sag, du wolltest es nicht nochmal parodieren, persiflieren, sagen. Ja, gut. Ich habe ja den MSCI Momentum ETF. Da haben wir ja immer die Frage, ist das ein Produkt, mit dem man gut läuft? Und Momentum klingt ja immer gut. Man ist immer in den Aktien dabei, wo es richtig kracht. Und jetzt ist er wieder umgeschichtet worden, mein MSCI Momentum ETF. Alle 3 Monate wird das übrigens gemacht. Und auf einmal finde ich mich wieder mit 17% Banken. Oh. Und 4% Versicherungen. Und Tech hat man runtergestuft. Ich habe jetzt noch einen kleinen Anteil Apple, aber Microsoft habe ich nicht mehr und Nvidia habe ich nicht mehr und ganz viele. Und man sieht jetzt, wie dieser Momentum-ETF funktioniert. Und ich glaube, in Börsenphasen, wo es auch mal schnell so einen Favoritenwechsel gibt, der dann aber sich wieder umdrehen könnte, bist du mit dem Momentum, glaube ich, nicht so doll. In diesem Jahr ist ja auch nur der Momentum, ist auch underperformed, nur halb so doll gestiegen wie der normale. Also wir hatten ja immer schon gewarnt, langfristig ist der Momentum immer noch vorn, weil Momentum klingt einfach gut. Aber ich glaube, es ist wie dieses Value-at-Risk-Modell, was ja einige Robo-Advisor machen. Wenn das ganz schnell runter und ganz schnell wieder hochgeht, so schnell kriegst du dein ganzes Modell nicht gemacht. Und wenn die jetzt 3 Monate wieder warten müssen, bis dann der nächste Trend gemacht wird.
und in den 3 Monaten läuft aber Tech und Banken laufen nicht mehr, dann habe ich echt nur die Underperformer. Bist du immer hinterher. Dann bist du immer hinterher. Du verkaufst zu spät sozusagen deine fallenden Momentum, deine nicht mehr Momentum-Aktien, ja. Und die Sieger-Momentum-Aktien, die steigst du zu spät ein. Das ist dann ein systemisches Risiko. Ich habe den Verlierer-ETF bei mir im Portfolio. Genau. Der nennt sich Momentum. Wie geil. Und ich hänge mein Fähnchen immer zu spät in den Winter. Also man muss sich auf jeden Fall das Ding ETF mal angucken. Man muss das Ding sich angucken. Und Amerika ist jetzt zu 67% da drin. Also ich habe 67% in Amerika und Deutschland habe ich nur noch 2,7 und UK habe ich sogar unter 2. Und wenn jetzt UK mal irgendwann läuft, keine Ahnung, ob es das tut, dann bin ich da nicht richtig dabei und das ist ungefähr gleiches Gewicht wie Schweden. Und dann denkt man sich so, Schweden und UK, gleiches Gewicht, weiß ich nicht. Also komischer ETF, also ja, ich weiß nicht, ob das noch also, das, also jeder, der den Momentum hat oder mit dem Gedanken spielt, sollte sich das mal genauer anschauen. Langfristig ist es immer noch ein Outperformer und da lege ich immer noch gut, aber in diesem Jahr schon merkt man die Schwächen und gerade wenn es schnell hin und her geht. Ja, das dann geht ja wieder so schnell hin und her. Ja. Also das ist, ich meine, das sieht man jetzt auch wieder mal, es ist am besten, man hat dann wirklich die breite Geldanlage und auch wenn man sich den DAX anschaut, ist mal hü, mal hot, ja, dann sind es wieder halt die Autos vorne, dann drehen sie wieder auf die Bremse, dann kommen wieder die anderen. Also es ist ein ständiger Favoritenwechsel und auch bei Technologiewerten und Nicht-Technologiewerten und so weiter. Nasdaq hat den Rekord geschlossen gestern. Auch wieder, also man sieht, man weiß echt nicht. Hängt natürlich viel eben mit den Zinsen Inflationsängsten und mit den Zinsen zusammen, ja, und je nachdem, wie sie vom Markt bewertet werden, ja. Und den willst du gleich mal zu deinen Bullen kommen oder der Bären, weil doch schon da jetzt schon ja, meine Frau hat nur gesagt, wenn der Defner ein Buch vorschlägt, dann sag ihm, hier werden nicht mehr 5 Seiten vorgelesen, sondern nur noch eine Seite. Das hat sie mir gleich nichts gesagt. Mehr vorgelesen, ja. Das letzte Mal hast du die ganze Zeit dazwischen gequatscht, ja. Das hätte ich in der halben Zeit machen können. Okay, ja, dann würde ich mich jetzt zurücklehnen. Würde mal hier mein Wasser mir nehmen, würde schon mal mir anstoßen. Dann kannst du mir ein bisschen Wein reinschütten danach. Oder ich bei ihr Wasser. Nein, du kannst ja danach das von deinem Wasser mir. Ich trinke hier natürlich keinen Wein, um Gottes Willen. Nur das nochmal klarzustellen, ja. Wir sind ja hier. Gut. An einem Arbeitsamtag. Also, mein Buch, beziehungsweise, ich muss jetzt auch die Chapitz-Taktik anwenden und Chapitz lernen heißt siegen genau. Lernen. Genau. Ich verkaufe es als Bär der Woche, ja. Obwohl ich das Buch wäre ja eigentlich mein Bulle gewesen, ja. Mein Bulle der Woche. Aber ich habe noch einen anderen Bullen der Woche gefunden. Sah man auch bei Instagram übrigens. Sah man den Defner, wie er schon mein Beweisfoto am Sonntag, ja. Du hast es gelesen, hat oder zumindest geblättert. Zumindest drin geblättert, ja. Nein, ich habe es wirklich auch fast gelesen, ne. Und aber ich sage jetzt nochmal, der Bär ist die Inflation. Ja? Man muss jetzt schon auch, ich muss ja auch richtig hier schon thesenmäßig einsteigen, nicht, dass ich dann eine schlechte Note bekomme wegen Themaverfehlung. Also mein Bär ist die Inflation, passt auch wieder jetzt nochmal ganz tagesaktuell an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, kommt dann nochmal vom Statistischen Bundesamt die offizielle Bestätigung, 2,5% die Inflation in Deutschland für Mai, wie in einer ersten Schätzung schon vor 2 Wochen veröffentlicht. Hast du gesehen, die Herrenanzüge sind 5% teurer geworden im Vergleich zum Vormonat. Herrenanzüge. Deine Hugo Boss-Idee. Die muss ja richtig laufen jetzt. Wollte ich gerade nochmal sagen. Ja. Also eigentlich, das habe ich auch bei Sandra Navidi in eurem Alles auf Aktien-Podcast, Interview-Podcast vom Samstag gelernt, als sie gesagt hat, ja, und man sieht wieder, die ganzen Straßen in New York sind voller Anzugträger. Und da habe ich gedacht, wer hat es vorausgesagt schon vor einem Jahr? Ja, der Defner natürlich hat es kommen sehen, dass die Leute auch wieder, da hatten wir einen großen Disput drüber, schon öfters, als wir über Hugo Boss gesprochen haben, dass die Leute auch wieder Business-Anzüge kaufen werden und nicht im Schluffi-Chapitz-T-Shirt. Ich sitze hier im Schluffi-T-Shirt. Du hast heute schon mal aufgebessert, dein T-Shirt. Nee, das habe ich damals dazu geschenkt bekommen. Ist das nur aus der Türkei? Wir haben damals in Marokko haben wir einen Trainingsanzug für die Kinder gekauft. Und dann habe ich das T-Shirt dazu bekommen. Was noch ein bekommen. Original Prada zugeschickt bekommen. Mit Wahnsinn. Mit allem drum und dran. Ja. Richtig gut gefälscht dir. Nein, das ist nicht gefälscht. Das ist ein Original. Die nie gefälschte Sachen tragen. Hör mal, nix. Patentschutz. So viel zum Thema Patentschutz. Ja. Das habe ich geschenkt bekommen. Es ist eben jeder so ein kleiner Macron, ja. Der Herrenanzug, 8,4% teurer geworden im Vergleich zum Vormonat. Ja, wollte ich nochmal sagen. Also, ja. Und die Hugo Boss-Idee, ich habe die jetzt mal verkauft. Hast du die Möhren gesehen? Ja. Möhren sind 9% teurer geworden im Vergleich zum Vormonat. Das sind die Schaufelhersteller für die Veganen, ja, würde ich mal sagen. Obwohl, aus Möhren macht man auch keine Hafermilch. Nee. So, das glaub ich, nein, glaub du, machst, du machst aus Rapsöl. Machst du. Also aus machst Raps. Hafermilch, nee, machst aus Hafer. Möhren kann man nichts Möhren packst Veganes so machen in dem Sinne, außer Möhrenpüree. Und ich meine, Möhren kommen auch. Die Kinder kriegen bei uns jeden Tag eine Möhre. Eine Möhre. Das macht sie gesund, sagt meine Frau immer.
Wenn ich es nicht mache, wenn ich die Möhre nicht gemacht habe, heißt das, ich würde meine Kinder vernachlässigen und ich würde sowieso alles schleifen lassen. Die haben gleich keine Möhren gegessen. Du bist der Vater, du musst dich kümmern. So heißt es dann. Du bist der Möhrenvater. Ja. Oh. Aber jetzt kann ich der Frau sagen, 9% teurer, das können wir uns nicht mehr leisten. Das geht nicht mehr. Und auch Urlaub ist teurer geworden und Kartoffeln sind teurer geworden. Alles wird teurer. Wirklich richtig teurer. Natürlich vor allem der Sprit und Heizöl. Ja, Heizöl 35%, Benzin glaube ich 27%. Aber krass ist ja vor allem in den USA, und das ist jetzt nochmal der zweite, in den USA haben wir letzte Woche die Inflationsdaten bekommen für Mai und da waren sie 5%. Da wurde wirklich diese 5%-Schwelle erreicht, ja. Und das ist natürlich wirklich eine krasse Schwelle, die da überschritten worden ist. Und da waren ja zum Beispiel Gebrauchtwagen zum Beispiel mit Preistreiber. Wie sind die gestiegen, glaube ich, über 30% oder sowas, ja, ne? Weil jetzt halt natürlich durch den Chipmangel auch da der Markt leergefegt ist und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich momentan Preisexplosion. Also deswegen bin ich da jetzt mit meinem Bären der Woche gut unterwegs, tagesaktuell und wie gesagt verbunden quasi mit einem kleinen Bullen für ein neues Buch, das jetzt quasi jetzt auf den Markt gekommen ist. Offizielles Veröffentlichungsdatum war, glaube ich, sogar der Sonntag. Und an einem Sonntag? Ich glaube, es war der 13.06. Oder kommt jetzt auf jeden Fall in diesen Tagen auf den Markt vom Finanzbuchverlag. Von Stefan Risse ist der Autor, ein sehr geschätzter Kollege und langjähriger Studiogast schon bei mir, der immer wieder zu allen möglichen Themen rund um eben Geldthemen, Anlagethemen, Konjunkturthemen mir ein geschätzter Interviewpartner ist. Stefan ist ja früher bei NTV Kollege gewesen, Börsenreporter, und hat dann alles Mögliche gemacht, hat ganz früh schon mit Börse, sich für Börse interessiert. Schon mit 17 hat er damals den Börsenalten Meister André Costolani kennengelernt und mit ihm schon zusammengearbeitet und dergleichen. Also er ist wirklich so ein Börsianer, der wirklich Börse von der Pike im Blut hat, ja, und wirklich aufsaugt alles, ja. Und er schreibt ja auch immer noch zum Beispiel eine wöchentliche Kolumne in Focus Money, die ich auch sehr gerne lese, weil da geht es immer um die Sentiment-Einstellung der Anleger, also wie die Anlegerstimmung ist, wo man immer sagt, das ist ja ein Kontraindikator, wenn die Stimmung quasi euphorisch ist, dann sollte man besser ans Verkaufen denken, und umgekehrt, wenn Stimmung sehr negativ ist, dann ist das quasi ein Kaufindikator. Also diese Themen beärgert er sehr, sehr ausführlich, und er ist ja seit einiger Zeit dann auch bei Akatis, der Fondsgesellschaft, als Kapitalmarktstratege. So, und vieles andere hat er auch schon gemacht, hat auch schon mal einen Fonds, das kannst du ja vielleicht auch noch einbringen, einen Fonds gemacht zum Thema Inflation, und hat er auch schon mal früher ein Inflationsbuch geschrieben, das auch schon über, keine Ahnung, wann das der erste rauskam. Den Titel hat er beibehalten, Inflation kommt. Wir erinnern uns, er hat das erste Buch schon mal gemacht, und genau. Ich bin auch einer, der immer schon seit 2008 denkt, also man muss jetzt sagen, das ist nichts Doofes. Die Idee ist, kann man haben. Seit 2008 wird mehr Geld in die Welt gebracht, als es Waren und Güter und Dienstleistungen gibt. Und nach der klassischen monetären Theorie, die wir alle mal gelernt haben, Grundzüge der Geldpolitik heißt das. Und da lernt man das ja. Und insofern war das nicht doof. Aber bisher ist das Geld, was mehr gedruckt ist, noch nicht in der Realwirtschaft angekommen, sondern ist halt in Immobilienpreisen, in Aktienpreisen oder liegt auf irgendwelchen Konten rum. Und Ottmar Issing hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Der hat übrigens auch damals bei meinem Geburtstagspodcast mir noch einen persönlichen Geburtstagsgruß gemacht. Ottmar Issing, mein großer monetaristischer Held. Ja. Aber die ursprüngliche Theorie ist es. Die ursprüngliche Theorie läuft halt gerade nicht so. Aber er hat dieses Buch geschrieben, was jeder im Studium gelernt hat, der mal Volkswirtschaft gelernt hat. Nur dummerweise funktioniert es halt nicht mehr. Also wie heißt der amerikanische Volkswirt, der diese Theorie... Ich bin ja hier nicht der Ökonom, der Studierte. Ja? Weil ich gerade was hatte ich denn noch für Bücher? Ich weiß es nicht mehr. Lange her mit dem Studium. Na gut, egal. Auf jeden Fall zurück zu Stefan Risse, der eben auch dieses Buch schon mal geschrieben hat. Auch einen Fonds hatte, der nicht so gut gelaufen ist. Auch einen Fonds hatte, der voll auf dieses Thema Inflation gesetzt hat und dann überhaupt nicht gut gelaufen ist, irgendwann abgewickelt wurde. Der jetzt aber dieses Buch nochmal komplett neu geschrieben hat. Und der hat wirklich, hat er mir gesagt, also fast bis auf ein paar Kapitel, wirklich historische Kapitel zum Thema Geldtheorie oder zu früheren Krisen, die auch mit drin vorkommen, wo man sagt, okay, das sind abgeschlossene Ereignisse, die sind dann nochmal
drin. Ansonsten hat er im Prinzip alles neu geschrieben und hat auch, was ich sehr schön fand, wirklich jetzt auch nochmal die Corona-Krise, im Prinzip auch so die Corona-Krise an den Märkten und in der Wirtschaft jetzt sehr, sehr gut aufgeschrieben, eigentlich nochmal, was sich da ereignet hat und analysiert das Ganze und bringt es auch ein bisschen in diesen historischen Zusammenhang und eben hat viele andere Kapitel zu anderen Krisen mit drin und so weiter und man lernt viele ökonomische Zusammenhänge und es ist wirklich auch sehr, sehr leicht verständlich geschrieben und gut geschrieben, also nicht so wissenschaftlich und muss man keine Angst vor haben. Und aber natürlich geht es im Kern dann um das Thema, die Inflation kommt, ganz klar. Und da vertritt er letztendlich die These, die Inflation kommt, sie ist schon da, ja, wie wir jetzt auch schon gesehen haben. Und ich meine, das Buch ist ja auch schon wieder, bis du es schreibst, ist ja dann auch schon wieder fast in dem Sinn, entweder treffen die Dinge dann ein oder nicht. Aber im Prinzip hat sich jetzt noch mehr bestätigt, dass diese Inflation kommt. Also wir können sagen, sie ist im Augenblick, ist sie da. Ja, und die Frage ist, ist sie gekommen, um zu bleiben? Das ist die große Frage. Und, jetzt, und was die sagt beantwortet er, dazu? Er mit, er glaubt, dass eben die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, dass wir so eine Welche Raten? Er glaubt, dass wir durchaus, also er sagt ganz klar, er glaubt nicht an eine Hyperinflation, ja, und will sich auch da nicht einreihen in die Reihe der Crash-Propheten und Untergangspropheten, die dann immer eben sagen, und jetzt kommt es dann zur Hyperinflation und dann bricht unser ganzes Finanzsystem zusammen und so weiter und so fort. Sondern er sagt, er kann sich durchaus vorstellen, dass wir jetzt die nächste Dekade oder sowas mit wirklich fast an die 70er Jahre dann rankommen könnten, Inflationsraten um die 7% oder so. Was kann er sich vorstellen? Und er rechnet dann vor und sagt, okay, bei Inflationsraten von 7%. Das haben wir schon mal ausgerechnet. Wir haben ja mal ausgerechnet mit 4% und er sagt, bei 7,2% noch was, hat man innerhalb von 10 Jahren sein Geldvermögen halbiert, aber auch seine Schuldenlast halbiert. Und das ist einer der Punkte, die quasi ihm auch als Argumentation dienen, um sie vielleicht jetzt einfach nochmal vorzustellen. Jetzt habe ich quasi das Ergebnis schon auf deine Frage hin vorweggenommen. Also warum sagt er, wird die Inflation bleiben? Also bringt verschiedene Gründe als Inflationstreiber. Nummer eins, aufgestaute Nachfrage trifft auf verringertes Angebot. Das ist was wir momentan sehen. Okay. Ja, das ist pandemiebedingt. Aber irgendwann und das, kommt das ja wieder her. Ist ja dann, hat sich das wieder, gibt's wieder Chips, ins Gleichgewicht gibt's die gebracht. Autos genau, wieder das und kann so man weiter. Auch so. Okay. Dann sagt er, Inflationstreiber 2 ist die Deglobalisierung der Lieferketten. Das ist ein Trend, der jetzt natürlich auch durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt wurde, der aber schon auch durch den Handelskrieg zwischen China und USA da ja aufkam und so weiter und der sich jetzt dann nochmal fortsetzen wird. Und das führt dann eben zu steigenden Herstellungskosten teilweise, wenn eben nicht mehr alles in China. Und das merkt man jetzt auch wieder mit den Chips und so weiter, die Abhängigkeit von Taiwan in der Chip-Produktion. Vorher war es ja beim Thema Impfstoff, Stoffe quasi, die dann nur noch in Indien und China gefertigt wurden. All diese Dinge, die systemrelevanten Dinge, da wird man mehr überlegen, die auch lokaler herzustellen, was dann auch ein Preistreiber ist. Dann Rohstoffknappheit, da sagt er auch, er sieht dann einen Superzyklus bei den Rohstoffen. Der da jetzt gerade begonnen hat, der auch länger dauern wird und nicht nur so ein kleiner Buckel ist. Großes Argument für eine bleibende Inflation ist dann natürlich die Lohninflation, die er als Inflationstreiber Nummer 4 aufführt. Wer kriegt das? Wer kriegt mehr Lohn? Hä? Die unteren Einkommen sind jetzt erstmal die Treiber und gerade auch Amazon hat letzte Woche auch in Deutschland hier die Löhne überall angehoben und wir merken es überall in den USA sind die unteren Lohngruppen noch viel stärker gestiegen. Ich habe meine Steuererklärung gemacht, ich habe weniger bekommen, muss ich jetzt sagen. Muss ich da mal hier dem Chef sagen, also wenn er zuhört, sage ich, ich habe mir das angeguckt, habe mir meinen Lohnsteuer aus, ich hatte so, what? Und es waren 6.000 weniger brutto. So, ich wollte es nur dazu sagen. Ja, sowas. So, egal, bekommen? Erzähl du weiter. Ich sehe, ja, wie kann ich frage das mich sein? Halt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss dem nachgehen. Ich gucke da ja nie drauf. Meine also Monatsabrechnung gucke ich mir nie an. Ja, es waren dann irgendwie eine Summe, die war insgesamt über die gesamte Zeit 6. Ja, aber du hast doch ein Festgehalt.
Ja, aber wir haben doch wenig, wir haben doch bei Urlaubsgeld gab es doch Einschränkungen. Das ist doch jedes Jahr, wird doch für bei den freiwilligen tariflichen Leistungen. Ja, genau, wird doch jedes Jahr gern mal ein bisschen weniger und so weiter. Ihr im Print habt ja schon immer die fürstlichen Gehälter gehabt. Fürstlich? Und jetzt, ich will so, wir können unsere Dinger mal nebeneinander legen. Ich bin auf jeden Fall besser verdiener. Ja, das würde ich mal sagen hier, Defner. Ja, ich der arme Össi, 40 Jahre Belohnung und Betrug, das muss ich ja mal wieder sagen. Und jetzt kommt der Defner und will mir noch sagen, ich würde ja gut verdienen. Nix. Nein, aber grundsätzlich waren, also wir wollen jetzt hier nicht zu sehr aus der Familie Ich krieg wahrscheinlich nicht mehr. Also es sind wahrscheinlich diese Lohndruck. Welt wird jetzt, wir sind bisher noch zwei Betriebe, Weltfernsehen und Welt, Digital, Print und so weiter. Ja, wir werden jetzt angepasst zu einem Betrieb, also da werden dann gleiche familiäre Verhältnisse. Meinst du? Gleiche Lebensbedingungen in Ost und West, blühende Landschaft heißt das, auch für dich. Du meinst, ich krieg dann mehr? Nein, aber es... Oder kriegst du weniger? Nein, weniger geht ja nicht. Keiner soll schlechter gestellt werden. Das ist wie damals im Osten, ja. Allen soll es besser gehen. Nein, da geht es ja mehr so um die tariflichen Zusatzleistungen. Aber die Löhne können natürlich, ne? Das ist natürlich... Alter, willst du mir erzählen, du kriegst dann auch noch meine Tarifleistung, die du bisher nicht hattest und kriegst dann noch mehr als ich? Willst du mir das gerade hier erzählen? Ja, dann gehe ich jetzt. Dann machst du die Sendung mal alleine. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, mache ich jetzt endlich mal alleine. Ja, dann kannst du das Buch vorlesen, machst da deinen Spaß hier und dann hast du auch keine Widerworte mehr von dem borstigen Ossi, der sowieso ein Schlechtreder ist. So, selber auf die Schenkel. Wo war ich stehen geblieben? Du warst stehen geblieben bei Lohndruck. Nein, aber Lohninflation ist halt ein Thema. Wie gesagt, jetzt erstmal in den unteren Lohngruppen, dann argumentiert er natürlich, es wird auch mit dem demografischen Wandel, der zitiert ja auch da die Volkswirte, die letztes Jahr dieses aufsehenerregende Buch geschrieben haben, dass natürlich sozusagen weltweit dieser demografische Wandel stattfindet und dass der eben, bisher war das ja ein absoluter Inflationshemmer, dass im Laufe der letzten 30 Jahre hunderte von Millionen an billigen Arbeitskräften auf den Weltmarkt gedrängt sind durch die Globalisierung. Vor allem in China waren es über 300 Milliarden. Habe ich gerade Millionen gesagt wieder? Nee, Milliarden sind sie nicht Millionen. Nein, du bist ja schon mit zu viel Geld in der Welt. Ich sag's ja immer. Milliarden, großen Zahl, der Fluch der großen Zahl. Ja. Nein, es sind bei Millionen. Der Weltbevölkerung sind wir immer noch bei so. Wir haben Milliarden in der Welt, aber keine hunderte. Ja. So, genau, okay. Also hunderte Millionen aus China und aber auch dem Ostblock, ja, der zusammenbrechenden Sowjetunion waren das. Also und das war ein wahnsinniger Lohndruck, der da stattfand durch die Globalisierung, und der lässt ja auch dramatisch nach. Ja, also sowohl in China wie im Ostblock kommt es alles zurück. Wir haben ja neulich auch gehört, dass China jetzt die Drei-Kind-Politik einführt, eben aufgrund dieses demografischen Drucks, den sie haben, weil sie ja jahrelang die Ein-Kind-Politik hatten und jetzt einfach eine schrumpfende Bevölkerung haben. Zwei-Kind-Politik vorher, die haben ja Ein-Kind-Politik, dann haben sie die aufgegeben und dann hat Zwei-Kind nicht funktioniert und jetzt haben sie Drei-Kind draus gemacht. Aber sie hatten lange Ein-Kind, das stimmt. Ein-Kind-Politik, und die Zwei-Kind-Politik ist ja noch nicht so lange her, dass du dadurch jetzt irgendwie schon Arbeitskräfte hast. Ich weiß gar nicht, wann sie die eingeführt haben. Und jetzt die Drei-Kind, sie merken, dass sie da ein Problem haben. Ja. Das ist ja nur quasi ich sehe noch keinen höheren Lohn bei mir ankommen, weil der bisher aus Osteuropa hatte ich keine Konkurrenz bisher. Ja, du bist halt dann einfach dumm gelaufen. Dann muss man sagen, hättest du was Anständiges gelernt, ne? Und dann Pfleger jetzt. Ja, und dann gibt's halt die umkämpften Sendeleiter. Ich wollte dich abwerten, wolltest du nicht, ja? Aber kriege ich erstmal 3.000 Euro Prämie. Ja. So, ob du jetzt da mehr verdienst, kann ich dir nicht versprechen. Aber der Sendeleiter. Der Sendeleiter, ne? Aber es gibt einfach viele. Es gibt einfach viele, die haben momentan, die sind umworben und die werden umworben sein in den nächsten Jahren. Vor allem in Deutschland ist ja auch dann 2025, wird ja da immer so als Datum genannt, wo dann irgendwie auch die Babyboomer dann anfangen in Rente zu gehen. Aber die Arbeitsbevölkerung schrumpft. Wo das demografische Problem, schweigen Sie jetzt erstmal, sonst gibt es überhaupt kein Geld mehr. Also, das wird hier nochmal in aller Ausführlichkeit dann eben auch nochmal erläutert. Dann Mieten- und Immobilienpreise, die ja schon extrem angestiegen sind und die auch die Mietpreise mit hochgezogen sind. Darauf hat ja der Kollege Chapitz immer wieder hingewiesen. Ja. Das hat übrigens mein Bär. Ja, und dann Inflationstreiber Nummer 6, die machtlosen Notenbanken. Ja, das spricht er dann dir aus der Seele, ja, und sagt halt, okay, die Notenbanken können einfach diese Inflation momentan nicht dann so bekämpfen, wenn sie aufkommt, wie sie eigentlich müssten. Also sie werden es
überschießen lassen, eine lange Zeit lang, und haben ja schon sich darauf vorbereitet, die Amerikaner zumindest, die ja sagen, okay, wir machen nur noch ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% über viele Jahre, so genau haben sie ja nicht definiert, aber dann kann man natürlich mit dieser Argumentation immer noch sagen, ja gut, jetzt haben wir ja jahrelang, jahrzehntelang, nicht erreicht, diese Inflationsziel, und jetzt können wir einfach mal jahrelang. Jahrzehntelang war es nicht, aber zumindest ein Jahrzehnt lang. Seit 2008 ungefähr ist es unter dem Ziel von 2%. Nicht jahrzehntelang, genau. Also ein Jahrzehnt lang mindestens. Ja. Mit diesem Argument können sie eben nicht gegensteuern und werden sie nicht gegensteuern, und all das zusammen, daraus folgert eher, dass wir dann jetzt eben doch und einfach auch zur Lösung der Schuldenproblematik, weil das stellt David Wohl ja auch fest, dass einfach die Überschuldung jetzt gerade auch nochmal die Corona-Pandemie enorm gewachsen ist, vor allem bei den Staaten, aber auch im privaten Sektor teilweise, und dass dann sozusagen Inflation Folge ist, ja, diese Schuldenproblematik, aber auch gleichzeitig die Lösung des Verschuldungsproblems, weil wir dann eben doch darüber halt entschulden können, also zumindest den Wert dessen, der Schulden, also so. Und das Ganze dann tragfähiger gestalten werden können. Aber auf der anderen Seite keine Hyperinflation, kein Zusammenbruch des Finanzsystems. Und ja, das ist seine Prognose. Und dann sagt er halt einfach, ja, liebe Anleger, das solltest du wissen und du solltest dich einfach darauf einstellen. Und eben, was wir sagen, Finger weg von Geldwerten. Also man sollte einfach nur noch als Geldwerte nur wirklich das Nötigste dann da haben. Und alles andere, was man entbehren kann längerfristig, sollte man einfach in Sachwerte anlegen. Und da hat er dann eben natürlich auch ein großes Kapitel dazu und sagt halt, konventionelles Sicherheitsdenken bietet keinen Inflationsschutz. Also zeigt halt auch nochmal, dass ja die Deutschen immer noch viel zu wenig in letztendlich in Aktien, aber auch in Sachwerten haben, dass halt eben der ganz große Teil der deutschen Ersparnisse einfach da entweder auf dem Konto als Spareinlagen rumliegt oder in Lebensversicherungen und so weiter steckt, dass das alles die falsche Allokation ist und dass die Deutschen da ganz dringend umdenken müssen, weil sonst werden wir die ganz großen Verlierer der Inflation sein, die da kommt weltweit. Aber die Deutschen sind halt mit ihren, stellt ja diesen Wandel auch fest, den wir auch immer wieder besprechen, dass jetzt die Deutschen endlich auch in Jüngeren vor allem die Aktie entdecken. Aber dass das in einem ganz anderen Ausmaß, in einem viel größeren Stil geschehen muss, das macht er da deutlich. Und dann kommt er natürlich aufs Kapitel, wie lege ich dann konkret mein Geld in Sachwerte an? Und da sagt er halt, gut, die Aktien sind immer noch die besten Sachwerte letztendlich, weil Aktien dann ja auch viele Sachwerte enthalten, wie Immobilien der Unternehmen und einfach Vermögensgegenstände der Unternehmen auch abbilden. Er nennt auch Gold als Kernanlage für den Inflationsschutz und ja, Immobilien sagt er hauptsächlich zur Eigennutzung, und ansonsten muss man schon sehr aufpassen dann bei der Auswahl des Vermietungsobjekts. Da gibt es auch einige Hinweise noch auch zum Thema offene und geschlossene Immobilienfonds, was es da noch für Möglichkeiten gibt, aber da rät er eigentlich tendenziell eher davor ab, vor allem vor geschlossenen Fonds hier, aber auch vor offenen, und erwähnt auch noch Inflations geschützte Anleihen, die eventuell dann noch eine Alternative sind, zumindest um real seinen Kapitalerhalt zu sichern. Und er geht auch noch auf das Thema Kryptowährungen ein. Ja, und da ist er so ein bisschen zwiegespalten, so nach dem Motto, er wollte es halt mit im Buch drin haben, aber er meint, er kann es nicht wirklich so richtig offensiv empfehlen, gerade auch, weil der Bitcoin ja auch sehr schwankungsanfällig ist, aber er zählt zumindest die Möglichkeiten auf, die es da gibt, und nennt da eben den Bitcoin mit, sagt aber eigentlich würde es er nicht in diese Reihe stellen von Aktien, Immobilien und Gold. Das wären eigentlich so seine Top-Favoriten, um sich gegen Inflation zu schützen. Also Defner empfiehlt genau das,
wie du es machst. Alle sollen das machen, was der Defner macht. Immer verschulden und Immobilien kaufen. Gut, er sagt jetzt nicht so aktiv mit der Verschuldung. Aber, ja, meine, aber so ein es gibt bisschen ja auch ist Leute, es, ja. die eben, ja. irgendwo muss ja dieses ganze Geld liegen, der Deutschen, ja, auf Konten, ja. Und wenn man natürlich dann erstmal sein Bargeld oder sein Einlagengeld in die Immobilien investiert, ja, wenn man dann natürlich es verschuldet macht, dann ist man natürlich nochmal der Hebelgewinner möglicherweise. Man geht aber auch höhere Risiken ein, muss man schon sagen. Aber natürlich hoffe ich darauf, auf diese Halbierung meiner Schulden in den nächsten 10 Jahren, fände ich super. Ja? Dann wäre ich der große Inflationsgewinner. Derjenige, der Schulden hat, ist der große Gewinner der Inflation. Der Gläubiger ist der große Verlierer. Es sei denn, du musst einen Ausgleich zahlen, ja, wie es auch schon mal gab, dass du irgendwie eine Immobiliensteuer oder irgendwie einen Lastenausgleich. Da haben wir ja schon auch die ersten Vorgeschmäcker davon. Also bei Immobilien gibt es überhaupt keinen, es ist ja kein freier Markt mehr, sondern da haben wir ja schon gesehen, was alles möglich ist. Und gut, jetzt muss ich mal wieder etwas Wasser in den Wald kippen, nämlich mit meinem Bären. Da geht es nämlich um Immobilieninvestment in Deutschland. Das ist mein Bär der Woche. Eigentlich müssten wir jetzt alle in Immobilien rennen. Jetzt muss ich mal ein bisschen wieder die Euphorie dämpfen. Es gibt nämlich eine Studie der Postbank und die haben nämlich mal ausgewertet, wo in Deutschland Immobilieninvestments überhaupt noch lohnend wären. Und zwar haben sie Folgendes geguckt. Sie haben zum einen geguckt, wo ist es noch von der Bewertung her okay. Und Bewertung wird ein Kursgewinnverhältnis von 25 genommen. Also du kannst ja gucken, du hast einen Kaufpreis und du hast eine Jahresmiete. Und die Frage ist, wie viel Jahresmieten kostet deine Immobilie? Und daraus erhält sich dieser Vervielfacher oder auch Preis-Miet-Ding, wie man es auch immer nennt. Das ist so eine Art KGV wie bei einem Unternehmen. Und die haben halt gesagt, okay, 25 ist eine ganz angemessene Angelegenheit. Und das Zweite, was sie sagen, es muss eine Immobilie sein in einem Gebiet, wo jetzt nicht dauerhafte Schrumpfung ist. Es nützt dir nichts, wenn du eine Immobilie hast, wo du irgendwie ein Kursgewinnverhältnis von 20 hast. Das liegt aber dann daran, dass da einfach Wegzug ist, du keine Mieter mehr findest. Und wenn du dann durch Null teilen musst, weil die Miete Null ist, dann ist ja dein KGV unendlich. Also auch das haben sie halt sich mit angeschaut. Und wenn du das machst und jetzt einfach eine Immobilieninvestment machst für eine fremdvermietete Immobilie, also nicht für eine eigene. Wo du eine eigene hast, ist immer eine ganz andere Sache. Da geht es ja um Liebhabersachen. Dann kannst du irgendwie die Wand grün streichen oder einen Nagel reinhauen in die Wand oder sonst was machen. Sondern es geht einfach wirklich nur als Renditeobjekte. Und da haben sie aus den 401 deutschen Landkreisen und Städten nur noch 46 gefunden, wo diese Kriterien da sind, wo du eigentlich noch investieren kannst. Und das finde ich halt schon, es gibt nur noch ganz wenige Sachen. Ganz Ostdeutschland, muss man sagen, wenn man sich die Karte anguckt, ist nicht mehr investierbar, außer jetzt mit so ein paar Zentren Leipzig, Berlin und so ein paar andere Sachen. Weil da ist das Problem, dass die Immobilienpreise wegen des demografischen Wandels, des Wegzugs langsam nach unten bröckeln. Und dann aber auch der Rest von Ostdeutschland, da sind die Preise halt schon bei einem KGV schon über 25 angekommen. Also Leipzig beispielsweise hat einen Vervielfältiger von 30. Oder Berlin ist jetzt mittlerweile ganz oben, Vervielfältiger von 40. Und da sieht man, wie teuer das ist. Und jetzt weiß man ja, bei einem Unternehmen sagt man immer, ein Unternehmen kann in diese Bewertung reinwachsen. Und das heißt jetzt bei einer Immobilie, die du hast, reinwachsen heißt, dass du eigentlich entweder wird der Wert der Immobilie geht wahnsinnig nach oben. Das könnte natürlich passieren, dass die einfach mehr wert wird. Oder aber, und dann kommt es ja automatisch als Gewinn für dich zu, oder aber du schaffst es, eine höhere Miete umzusetzen. Und wenn du natürlich davon ausgehst, dass die Inflation kommt und vielleicht die Leute auch mehr verdienen, dann geht das vielleicht auch so ein bisschen. Aber trotzdem ist es eine heiße Wette. Und ich habe jetzt mal einfach angeguckt, so eine KGV-Übersicht, was so das Teuerste ist. Was würdest du sagen, was ist das Teuerste in Deutschland? Ich habe es mal sortiert, die Studie. Nach den ganzen, München wahrscheinlich. Nee, Sylt. Ah, gut. Aber Sylt ist ja kein normaler Markt. Das ist ja wirklich nur Millionäre machen Ferien und bieten 75er KGV. Oh, ja. Da geht's wirklich, denen geht's ja. Ich meine, die kaufen sich da ein Ferienhäuschen und wollen einfach mir dabei sein, so wie der Bayer sagt. Das ist, da ist ein Luxusobjekt. Also das ja, du kannst natürlich auch davon ausgehen, wenn du sagst jetzt, wenn du die Immobilie siehst als Wertaufbewahrungsmittel, was ich immer bei Bitcoin versuche zu erklären, dass wenn du sagst, mir ist egal, was für eine Rendite ist, ich will es halt nur nicht, dass es im Wert verliert. Dann kann man ja auch hohe Preise machen. Also es ist durchaus möglich, wenn also du jetzt Bitcoin einfach argumentierst. Bitcoin hat quasi unendlich KGV. Also es hat, es hat null KGV. Ja? Und, das KGV ist unendlich, weil du ja keine Zahlungsströme hast, hast du völlig recht. Oder, der Kurs ist unendlich, 40.000 genau. Und die Rendite ist, also was rauskommt, ist boah. Genau. Gut, aber du kannst natürlich auch diese Argumentation haben. Also du kannst selbst auf Sylt eine Wohnung kaufen, wenn du denkst, der Wert dieser Wohnung wird
im Zuge der Inflation genauso, wie parallel wenn du einen Oldtimer weitergeht, kaufst, dann ja? geht es auch. Mit dem Oldtimer hast du ja auch keine laufende Rendite. Ja. Also hier geht es wirklich nur um eine Immobilie als Ertragsanlageobjekt, mit dem du gegebenenfalls dann eben noch deinen Zins und Tilgung bezahlen kannst. Ja. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man mal sehen, also 25, das ist 4% Mietrendite sozusagen beim KGV von 25. Und das ist einfach in der Nullzinszeit, finde ich, schon eine ordentliche Rendite. Muss man immer noch mal vielleicht 1% für Instandhaltungskosten aber und Verwaltung und so weiter noch mal abziehen. Ja. Und dann hat man noch 3,5% und dann musst du Verschuldung. Aber du kannst immer noch mit 1% finanzieren. 1% finanzieren, genau. Und dann kannst du immer noch 2,5% tilgen und dann zahlt sich immer noch deine Immobilie ab. Ja? Bei 25, bei 75 bei 25, ist das nicht mehr so. Also ich kann noch 40, ein paar andere sagen. Bei 40 in Berlin, dann sind wir bei einer Rendite von 2,5%. Da wird es schon schwieriger. Aber da kannst du immer, aber da kannst du immerhin noch eine kleine Tilgung und also 1% Tilgung und 1%. Gut, und dann musst du noch ein bisschen draufzahlen. Aber du hast in Berlin meiner Meinung nach die absolute Sicherheit, dass die Immobilien im Wert steigen absolute werden. Sicherheit. Absolut darf man nie sagen. Darf man nie sagen. Schon und gar auf nicht. Dem Niveau schon gleich gar nicht. Aber du hast hier einen wahnsinnigen Zuzug und das liegt halt daran, dass die Mieten zuletzt eben jetzt auch so künstlich gedeckelt waren. Ja, und jede Mietpreisbremse und Mietendeckel wurde schon aufgehoben. Da musst du halt langsamer, kannst du da die Mieten nur anheben. Aber das wächst dann schon auch rein. Aber solange du einen prosperierenden Stadt hast, dann kaufe ich lieber eine Wachstumsaktie für ein hohes KGV als irgend so ein Ölkonzern, der irgendwie seine besten Tage hinter sich hat. Das dann haben ist wir noch genau Miesbach. Der gleiche Vergleich. Weißt du, warum Miesbach so teuer ist? Ja, alles in den Alpen und es ist Münchner Einzugsgebiet. 47er noch, oder? KGV oder in Aurich. Aurich, wo ist das denn? Das ist, glaube ich, oben Schleswig. Das ist Niedersachsen, irgendwie an der Küste wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich teuer. Und dann gibt es noch Wittmund. 57, ich hatte noch mal ein paar Sachen. Wittmund ist an der Küste, oder? Ja. Starnberg ist nur 40, das ist weniger als Berlin. Landsberg ist 39, München ist auch 39, Hamburg ist 38. Du weißt ja, Starnberg, der Landkreis mit den meisten Millionären, glaube ich, immer noch in Deutschland. Aber wahrscheinlich wie alle Eigenheime, deswegen gibt es da keinen KGV. Dann gibt es Dachau, Erding, Freising, Bad Tölz. Mein Gott, das ist ja alles gibt. Und ja, also Freunde von mir, die wohnen in Bad Tölz und arbeiten in München. Also die haben so lange gesucht, die quasi nach einem Häuschen oder irgendwas, wo sie bleiben können. Und dann sind sie am Ende in Bad Tölz gelandet. Das ist halt wirklich weit weg von Berlin. Und da hast du halt auch immer Berlin noch auch, wahnsinnig. Von München aber auch. Von München aus, meine ich. Da fährst du halt dann wirklich eine Stunde fast in den Münchner Norden, wo der arbeitet. Und der hat sich jetzt richtig über Homeoffice gefreut, weil er immer quasi im Vertrieb unterwegs ist. Ja. Und war da ein Gewinner letztendlich. Aber man sieht mal, was in München, wie weit man in München rausziehen muss, um noch überhaupt einigermaßen was Bezahlbares zu bekommen. Und selbst da ist es noch teurer als... Insel Rügen 46, Rostock 36. Rostock 36, das kommt mir jetzt arg teuer vor. Aber ist immerhin am Meer. Ich meine, das muss man... Aber Rostock als Stadt... Gut, aber auf der anderen Seite die Mieteinnahmen wahrscheinlich in Rostock dann auch eher bescheiden. Du erinnerst dich, Lichtenhagen. Ja, gut. Ja, aber es gibt auch schönere Ecken da und du bist halt am Meer und bist dann eben gleich, Lindau am Bodensee. In Warnemünde. 32. Also ich meine, Rostock ist halt auch Warnemünde, das muss man mal so sehen. Ja, ja gut. Und okay. Du hast einen wunderschönen Strand, also Warnemünde ist da. So, haben wir schon mal die... Haben wir schon Welt mal meinen umrundet halb. Ja, wirklich, stimmt, wir haben gar nicht Deutschland hier durchgegangen. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben, weil sonst wird es heute nichts mit den 90 Minuten. Also du meinst von dann, unten. Sonst dann sind 120 Minuten das 99? Ja. Nein, das wollen wir nicht. Gut, dann bist du jetzt mit deinem... vorlesen. Also ich meine... Du hast jetzt einen Bullen, oder? Lieber ein bisschen weniger Rendite und dafür eine wachstumsstarke Stadt und... ich habe jetzt einen Bullen, Ist gut, dann... So. Und ich habe einen Bullen mitgebracht. Ich habe heute die Sendung, beziehungsweise den Podcast mit meinen Interviewgästen, also Stefan Risse, wie gesagt, oft bei mir in der Sendung zu Gast. Ein anderer Gast, der häufig bei mir ist, zu vielen verschiedenen Anlageteams, ist Alexander Berger. Der ist Chefstratege bei Daubenthaler und Zieh und das ist so ein kleines Bankhaus in Stuttgart.
Und die haben jetzt, und das hat er mir ja schon länger mal erzählt, die kommen jetzt gerade auf den Markt und ich fand es eigentlich ein interessantes Thema und dachte, das kann man mal vorstellen, als wirklich interessante Idee, mit der man sich mal auseinandersetzen kann, kreiert mit anderen Partnern zusammen und sie sind quasi der Indexberater in dem Fall gewesen, die verschiedene Indizes für Zertifikate kreieren und diese Zertifikate sind die ersten Spendenzertifikate, die es quasi gibt auf dem Markt. Ein Spendenzertifikat. Erkläre ich dir gleich. Okay, danke. Geduld. Geduld. Oh, ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. So, immer rein nach. Ja? Also, die ist quasi im Investment- und Finanzbereich, so schreiben sie, ermöglichen auch den normalen Anlegern Philanthropie und Impact Investing umzusetzen. Und im Prinzip setzen die halt auf viele verschiedene Themen also sind die ersten Zertifikate, gemeinwohlorientierten Zertifikate mit einer automatischen Spende an einen vorab definierten guten Zweck. 10% der jährlichen Produktgebühren werden an diesen Zweck abgeführt. Und dieser Zweck kommt aus diesem Bereich, in den das Zertifikat oder der Index dann auch investiert. Also aus dem großen ESG-Spektrum letztendlich. Und sie greifen da eben gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen auf und bilden diese als Investments ab. Also so viel allgemein. Jetzt kann man jetzt einfach in Medias Res gehen und sagen, was haben sie jetzt bisher schon kreiert? Und das sind diese Zertifikate, kommen jetzt so langsam in Deutschland auf den Markt, so eins nach dem anderen. Und sie haben verschiedene Themen, die sie hier eben abbilden. Und zwar sind das No Animal Testing, also Unternehmen, die dann ohne Tierversuche dann auskommen. Dann haben sie ein Bike, also ein Fahrradindex lanciert, angeblich der erste Fahrradindex weltweit, der so keine Fahrräder Index, drin hat. Ich habe mal geguckt, ich habe es mir angeguckt. Da gibt es auch andere Sachen drin. Denkt man sich so, hä, was ist das mit Fahrrad? Da sind auch andere Sachen drin, aber zum Beispiel Stellantis ist drin. Ja? Also, Fiat? Was Fiat? Hat Fiat mit dem Fahrrad aber die zu tun? Sind Peugeot, habe ich extra nochmal nachgefragt, wie sie darauf kamen. Peugeot ist ein großer Fahrradanbieter auch, was ich nicht wusste. Mhm. Also, können Sie auch Rheinmetall nehmen, sind auch ein Fahrradanbieter. Dann ist allerdings eine Rüstung ist dabei. Naja, gut. Mhm. Aber Sie haben jetzt keine ESG-Ausschlusskriterien. Also ich meine, Rüstung haben Sie jetzt in dem Fall nicht drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, wir sind ESG in allen Bereichen, sondern wir konzentrieren uns auf ein Thema. Dann haben Sie einen veganen Index kreiert, ja. Und da sind zum Beispiel dann auch so bekannte Sachen durchaus drin wie Beyond Meat, ja. Oatly ist übrigens noch nicht drin. Oatly ist nicht drin, habe ich ist gesehen. Ist nicht drin, ja, weiß weil, ich. Also erkläre ich gleich nochmal. Und sie haben einen Recycling-Index, ja. Oatly ist deswegen nicht drin, weil es gewisse Kriterien noch nicht erfüllt. Nämlich gibt es das Kriterium, dass die mindestens über 6 Monate hinweg einen Börsenumsatz von 3 Millionen pro Tag haben müssen, die Aktien. Und sie müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen haben. Dass also keine Penny-Stocks da drin sind, aber diese 16 Milliarden sind die wert, ich würde sagen, das passt. Das würde passen, aber der Börsenumsatz ist halt noch nicht. Nein, über 6 Monate. Das sind noch jung, sind ja gerade erst an die Börse gekommen. Ja? Und er sagte mir, dass Oatly das nächste Mal sicherlich dann bei der nächsten Zusammenstellung dann damit reinkommt. Und ja, sie haben Herbalife dann, drin. Herbalife. Erinnerst du dich noch? Da gab es doch diesen. Ja, also sie haben die Unternehmen werden grundsätzlich gleichgewichtet in den Indizes. Ja, finde ich schon mal ganz gut, weil dann haben wir eben nicht die Gefahr, dass einer das total verzerrt. Und sie haben bis zu 30 Werte im Index. Mindestens müssen es 4 sein, aber besser 8. Und in den vorliegenden waren es jetzt eigentlich mindestens immer 10. Und eben auf 30 begrenzt, aber die dann immer gleichgewichtet. Und da gibt es noch ein paar andere Kriterien, maximal 50% Asia-Pazifik und so weiter und so fort. Kann man sich auch im Prinzip alles nochmal im Detail anschauen. Und sie haben einen Recycling-Index, der ist aktuell der bestlaufende, der hat immerhin über 25% gemacht in diesem Jahr. Und
das Interessante, weil wir ja auch schon oft gefragt wurden, sagt mal, kennt ihr denn eigentlich ein Batterie-Recycling-Unternehmen? Genau. Habe ich auch heute gleich reingeguckt. Und da haben sie nämlich eins mit drin und das ist, da sagt er, Veolia wäre ein Beispiel für Batterie-Recycling. Das ist doch kein richtiges Batterie. Das ist mega. Ja, aber mega Recycling-Unternehmen machen halt auch, es ist jetzt kein Pure Play, aber es ist ein Recycling-Unternehmen und sie machen vor allem eben auch, haben Batterie-Recycling. Habe hier sogar einen Artikel dazu bekommen. Haben da viel schon sich angeschaut und dieser Index hat, wie gesagt, seit Jahresanfang 26% sogar gemacht. Die kommen jetzt langsam in Deutschland auf den Markt, werden dann an der Börse Frankfurt gehandelt und die WKNs fangen dann immer mit Bene an. Und Bene 1, Bene 2 und so weiter und so fort sind jetzt erstmal exklusiv für Comdirect-Kunden, glaube ich, ein paar Wochen zu haben und danach für alle erwerbbar. Und ich finde halt, man kann es sich auch dafür einfach mal anschauen, um zu sagen, es interessiert mich einfach dieser Sektor und ob ich jetzt das Zertifikat kaufe oder nicht. Oder ich gucke da einfach mal rein. Weil was für Werte drin sind, das finde ich immer spannend. Genau, das finde ich immer spannend und das finde ich das Gute, dass die auch so transparent eben gemacht werden. Also sagen, wir könnt euch das alles anschauen. Zum Beispiel gibt es die Seite Daubenthaler-C, also Daubenthaler mit TH geschrieben, -cie.de/Benefaktor, Benefaktor mit K geschrieben und da kriegt man dann alle verfügbaren Informationen oder auch von dem Indexanbieter lixinnovation.com/de/indizes. Also, da gibt es auch ganz viele Informationen. Aber das ist auch der Dividendenadel von Röhl dabei, sehe ich hier gerade. Röhl hat da auch Dividendenadel, verschiedene Zertifikate. Lixinnovation, da sieht man die Indizes. Die sind nicht alle drin, man kann draufklicken und das ist alles drin. Ganz viele verschiedene und man kann die dann immer anschauen, die Gesetzmäßigkeiten, dahinter stehen und sich selber dann Ideen entweder abschneiden oder man sagt, ach gut, dann kaufe ich halt mal das Zertifikat. Ich finde Zertifikat, bin kein Fan von Zertifikaten, weil sie Inhaberschuldverschreibungen sind und wenn das Bankhaus pleite geht, dann quasi wäre das Geld weg. Aber sie haben ja da einen sehr solventen Partner in der Schweiz und das ist im Prinzip eine Tochter der Raiffeisengruppen und so weiter. Also da sind, glaube ich, sogar die größte... Die Aktie kann man sogar kaufen. Die Aktie haben wir ja vor morgen, habe ich dir schon geschickt. Zertifikateanbieter angeblich weltweit. Ja, und die Aktie läuft gut. Also wenn man Schaufelhersteller kaufen will, kann man auch das machen. Wie hieß jetzt die Aktie nochmal? Jetzt muss ich mal gucken. Leonteq. Leonteq aus der Schweiz ist der Anbieter und Lix ist wiederum der Indexanbieter. Da sind also ein paar beteiligt. Also gut, das klingt jetzt nach sehr viel Gebühren. Jetzt hast du gesagt, 50, wie viel Prozent wird gespendet? 10% wird gespendet. Wie viele Gebühren sind da drin? Das würde mich jetzt interessieren, damit ich mal weiß, was spende ich. Das kann ich dir jetzt gerade mal nicht sagen. Ja? Das wäre das. Als ich schon hörte, da sind drei Partner beteiligt, da weiß man, das wird sehr teuer. Und das wird nie unter 1% gehen bei drei Partnern. Aber ich würde denken, wenn es drei Partner sind und die noch ein Zertifikat haben, wo man ganz viel Gebühren verstecken und irgendwas. Das ist ja das Problem, dass bei Zertifikaten werden natürlich die Gebühren nicht ganz so klar ausgewiesen wie beim Fonds und ehrlich gesagt. Jetzt gehen wir mal drauf. Komm, wir machen jetzt mal den Live-Check. Benefaktor. Ich gehe jetzt mal in Benefaktor vegan. So, jetzt gucke ich mal drauf und jetzt wird da stehen so und so viele Gebühren. Muss er das nicht auch nach irgendwie nach das ist ja noch nicht Richtlinien. Das Zertifikat. Hast du nicht? Du bist ja noch nicht beim Zertifikat. Ich glaube, es ist eben noch nicht, weil die in Deutschland noch nicht gehandelt werden. Ja. Okay. Ich frage nochmal nach, ehrlich. Ich verspreche es. Ich werde nochmal nachrecherchieren und dann liefere ich das nächste Mal nach. Zumal es cool ist, mal solche Indizes zu haben mit spannenden Ideen drin. Das ist echt gut. Da kann man wirklich Werte aber das gucken. Sind wirklich, und es kommen noch mehr spannende Ideen. Zum Beispiel demnächst auch noch eine Idee, dass Firmen, die nur von Frauen geführt werden, und zwar nur von CEO-Frauen, die da reinkommen. Und, dann hättest du auch Merck mit drin. Deine Merck, ja. Da habe ich einen Sparplan. Und meine Suse. Von der Frau geführt. Ja. Suse habe ich auch einen kleinen Anteil. Ja. Ich mir für 30 Schoko. Nicht viel. Sagen. Das ist jetzt eher so die Chapitz-Tranche, nicht so eine Chapitz-Taschengeld-Tranche. Ja, genau. Ich kaufe mir mal für mein Wochentaschengeld. Kaufe ich mir mal wieder eine 0,01%iger. Gut, dann bei 30 Euro kannst du vielleicht sogar eine ganze Aktie leisten. Wie viel? Musst du nicht bei 30 musste ich keine Fracture Shares. Eine ganz Aktie kaufen können. Diese Fracture Shares, dass man nur einen Anteil hat. Ich Kinder, 0, wir müssen Gas 0,3 geben, Suse. Ich würde jetzt einfach mal sagen, mein Bulle der Woche, das muss ich ehrlich auch sagen, ich habe da am
Donnerstag und am Freitag vergangener Woche habe ich dann auch mir ein paar Stücke selbst zugelegt. Das ist CureVac, das ist der Impfstoffhersteller. Ich habe ja immer schon am Jahresanfang gemeckert, die kommen nicht in die Pötte und die kamen nicht in die Pötte. Und aber ich finde die Technologie, ich habe mir nochmal genauer die Technologie angeguckt und auch Vasili Papas in dem Gespräch hat ja so ein bisschen geschildert, was die machen und was möglicherweise der Vorteil von CureVac ist. Es gibt ja jetzt schon die ersten Studien, die mal geguckt haben, was sind so die Nebenwirkungen von mRNA-Impfen und dann wird ja das eigene Immunsystem, die erlernte Immunität und die angeborene Immunität, da werden ja so ein paar Veränderungen sind da sichtbar geworden und das könnte darauf zurückgeführt werden, dass möglicherweise modifizierte mRNA genommen wird von Moderna und auch von BioNTech. Und da macht ja CureVac eine ganz andere Technologie. Die haben ja eine völlig nicht modifizierte mRNA, die sie benutzen, auch in wesentlich kleineren Mengen. Aber irgendwie so richtig kommen sie nicht in die Puschen. Aber ich finde die Technologie so spannend. Und ich frage mich, klar machen die jetzt nicht das große Geschäft, wie das die BioNTechs und die Modernas machen, aber ist es deswegen so viel weniger wert, also ungefähr 80, wenn man das von der Bewertung anguckt, sind sie 80% weniger wert als Moderna. Und da habe ich gesagt, nee, das sind sie meines Erachtens nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch ins Geschäft kommen jetzt mit Impfen. Und das zweite, ein Kollege hat jetzt auch schon die zweite Impfung bekommen, hat auch schon diesen Impfausweis auf dem Handy sich machen lassen. Und das ist auf ein Jahr begrenzt. Und da wusste ich oder dachte ich mir, es scheint eine wiederkehrende Impfung notwendig zu werden gegebenenfalls. Und spätestens dann könnte ja CureVac auch wieder ins Geschäft mit reinkommen. Also jetzt gerade machen sie nicht die großen Geschäfte und jetzt hat ja auch die Bundesregierung schon aus Frustration durchblicken lassen, dass sie CureVac gar nicht mehr in die offizielle Impfplanung mit reinbeziehen. Das hat ja auch nochmal der Aktie in der vergangenen Woche nochmal richtig eins. Das Unternehmen, an dem sie beteiligt sind. Genau, das Unternehmen, an dem sie beteiligt sind. Das muss man noch dazu sagen, genau. Und das hat natürlich der Aktie nochmal was draufgegeben. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man irgendwann nochmal eine Zweitimpfung macht oder wenn es um weitere Anwendungen dieser mRNA-Technologie geht und da sollen sie angeblich führend sein, weil sie eine der ersten sind, die das mitgemacht haben und sie hatten die große Expertise auch mit und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Technologie mehr wert sein soll. Wie gesagt, ich sag's offen, ich habe sie selbst mir ein paar Stück gekauft, aber nicht in Defner-Dimensionen, wieder nur in Chapitschen Taschengeld-Dimensionen. Und glaube, dass da noch mehr drin sein sollte und deswegen ist CureVac ein Hoffnungsbulle, den ich vergebe und hoffe, dass das vielleicht irgendwann auch nochmal die Technologie dann ausschlaggebend wird bei dem Geschäftemachen langfristig und vielleicht ist es dann auch so. Und vielleicht werden sie auch, sie haben jetzt auch das Problem war ja, dass sie nicht genügend Probanden dann hatten, die sich mit Covid angesteckt haben. Man hat ja so zwei Gruppen, eine Versuchsgruppe und eine, die geimpft sind. Und man muss halt schaffen, dass man auch wirklich genug Leute in irgendeinem Gebiet hat, die sich anstecken und wo man sagen kann, das war der mit dem Placebo. Und wenn man das halt nicht mehr findet, weil es nicht mehr genügend, wenn die Inzidenzen zu gering sind, dann ist es schwierig. Aber sie haben wohl jetzt in Argentinien wohl noch Covid wütet. Und in der Dominikanischen Republik haben sie aber auch noch relativ viele Testgruppen. Also es ist nicht das Problem, dass sie keine Testpersonen finden, sondern sie finden halt nicht mehr Testpersonen in Regionen, wo die Pandemie noch derart stark ist, dass man das auch wirklich dann mit der Vergleichsgruppe testen kann. Aber das soll wohl auch klappen. Und wenn das dann klappt, dann wird vielleicht auch noch irgendwann im August oder wann auch immer. Und dann gibt es ja noch viele Orte auf dieser Welt, wo eben noch nicht so durchgeimpft ist wie hierzulande. Und sie sind ja auch besser einsetzbar in Entwicklungsländern, weil sie nicht ganz so stark gekühlt werden müssen. Das ist ja ein großer Vorteil. Das kommt dazu, aber das ist ja bei Novavax auch so, selbst Novavax hat es ja noch geschafft, an denen vorbeizuziehen. Und das war wirklich, das hätte nie jemand gedacht. Da muss ich auch sagen, das ist wirklich frustrierend. Ich habe ja auch beide Aktien. Ich habe die BioNTech und ich habe die CureVac. Und ich habe mir wirklich letzte Woche auch mal überlegt, ob ich nicht ein paar BioNTech verkaufe und ein bisschen in CureVac, aber auf der anderen Seite, das ist auch mal so dieser klassische Anlegerfehler, dass man dann seine Gewinner verkauft und auf die Nachzügler oder auf die Loser setzt, je nachdem. Die Loser-Strategie. Und dann ist es eigentlich das Beste, man lässt dann die Gewichtung so und wenn die anderen aufholen, ist auch schön, freut man sich, aber nicht alles auf die Loser setzen und die müssen nicht zwangsläufig in die Region vorschießen. In die BioNTech hat halt schon einfach wirklich... Die sind cleverer gewesen, die haben ja gleich am Anfang einen großen Partner gesucht. Also diesen Imagegewinn, den sie hatten und diese Marktstellung und alles. Und die waren cleverer am Anfang. Die haben halt nicht alleine losgemacht, sondern sie haben einen Partner gesucht. Und das kann schon für alle Zeiten dann einfach ein Wettbewerbsvorteil sein, ja, für alle Zukunft. Aber was mir bei CureVac einfach so gefällt, ist dieser quasi Drucker, dieser Medikamentendrucker, so ein mobiler Drucker, wo sie dann quasi mobil überall auf der Welt im Prinzip dann Impfstoff mehr oder weniger ausdrucken können, mit einem relativ kleinen Gerät. Das war die Tesla-Nummer. Tesla hat das für sie
sie entwickelt. Und da gibt es schon Prototypen. Und in der Wirtschaftswoche vom Freitag kann man sich da eine Geschichte zu Kühlerberg durchlesen. Da wird da auch ein bisschen was drüber erzählt. Aber das ist so ein bisschen die Fantasie. Und mRNA, glaube ich, wird insgesamt profitieren von diesem. Also deswegen bin ich da schon auch, bin ich bei dir. Ja, das ist, finde ich, ein guter Bulle. Ja, bin ich bei dir. Eine Meinung. Ja, ist immer eine Meinung. Wo die Leute ja lieben, wenn wir uns anschreien. Ja, und, das kommt auch wieder. Ist aber heute wird es nicht mehr. Das Thema wird auch nicht so kontrovers sein. Da kommen wir gleich zum Thema. Kommen wir gleich zu. Ja, es geht eigentlich im Grunde genommen darum, ja, wie sucht man sich Informationen und wie geht man aus dem Weg, dass man irgendwelchen Pushern aufsitzt, dass man einer Manipulation aufsitzt und so weiter. Vielleicht Hintergrund war das, wir hatten ja in dieser Woche auch über diese neuen Penny-Stocks-Zockereien erzählt beim Podcast AAA, und dann haben wir da auch Foren genannt mit Namen, die da mitgemacht haben, und dann haben wir so den ersten großen, fetten Shitstorm bekommen, und zwar von dem Forum Mauerstraßenwetten. Das ist ja so die deutsche Entsprechung von Wall Street Bets. Und die haben dann die versuchen nämlich in ihren Foren die Penny-Stock-Diskussion zu vermeiden und versuchen irgendwie die Diskussion zu unterbinden. Aber als ich meine Recherche gemacht habe und geguckt habe, was für Aktien werden da nach oben gejubelt, waren diese Aktien in diesen Foren auch, wurden die auch diskutiert, beziehungsweise wurden teilweise sogar auch Optionsscheine diskutiert von anderen Werten. Und ehrlich, wenn dann sagt, welche WKN nehmen wir da, und dann kann man genauso gut, ich meine, das ist jetzt nicht so manipulativ wie in dem anderen Forum, was ich gefunden hatte, wo man wirklich, also das heißt Wall Street Bets GER, ich sag's hier, ich nenne es ja auch nochmal, es ist, da muss man wirklich gucken, das ist wirklich stark manipulativ, was da passiert. Das ist wirklich ein sehr gut organisiertes Subreddit, was ungefähr 1400 oder 1500 vernetzte Mitglieder hat. Und da gibt's halt wirklich einen, der nennt sich auch Führer, da steht auch wirklich Führer krass da. Also es ist wirklich krass. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung, das heißt wahrscheinlich Leader, das ist so derjenige, der die Oberhoheit hat. Und der gibt dann vor, heute wird diese Aktie gekauft. Heute wird diese Aktie. Ja, genau. So wird er. Und dann gibt's dann lauter Memes. Und dann wirklich, dann hieß es dann auch so, Kartoffel together gehen. Also Kartoffeln, Deutsche heißen ja gerne Kartoffeln, nennen sie ja gerne Kartoffeln. Und die würden dann losgehen zusammen und würden diese Aktien kaufen. Und das würde dann halt bewusst Sachen ausgesucht, die so Penny-Stocks sind, wo so klassische Sachen A, die müssen wenig Börsenumsatz haben, sodass man mit wenig Umsatz schon für viel Freude sorgen kann, also für viel Kursgewinn. Und dann, das hat dann auch teilweise Nanogate wurde genommen. Also wurden wirklich dann auch wirklich Einzelwerte in die Höhe getrieben, und das passierte. Natürlich, bei einem Problem ist, bei einer Pleitebute, wenn das Unternehmen dann nicht so wie AMC Entertainment wie in Amerika hingeht und schnell dann eine Kapitalerhöhung macht und diesen hohen Kurs nutzt, um dann irgendwie sich selbst aus der Pleite rauszumanövrieren, beziehungsweise bei AMC Entertainment, die waren ja nur hochverschuldet, die waren noch gar nicht in der Pleite, aber die haben dann gleich den hohen Kurs genutzt, um dann auch persönlich Fortschritt zu machen. Wenn man das natürlich nicht macht, und wenn eine Air Berlin, die ist pleite und die wird nicht weniger pleite, nur weil die Leute die Aktie hochkaufen, da ändert sich an dem Unternehmen überhaupt nichts. Und das ist natürlich klar, was dann passiert. Die Aktie geht hoch, dann sind die am Anfang gekauft haben, verkurven das wieder, so kriege ich Pump and Dump, und dann geht sie wieder runter. Und deswegen auch viele in diesem Forum haben sich da beschwert und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier nur Pleitefirmen nehmen und wir wollen doch miteinander machen. Es kann nicht sein, dass der eine 1000 macht und der andere 1000 verliert. Und das ist ja nichts anderes als, der eine jubelt hoch und macht den Gewinn nach oben, und der dann oben kurft, macht dem anderen den Gewinn. Und das haben die dann schon kapiert, dass es nicht so geht. Und jetzt versuchen sie irgendwie andere Aktien zu nehmen, wo irgendwie auch Penny-Stocks, die möglichst noch weniger als 1 Cent kosten, wo wenigstens noch ein Geschäftsmodell dahinter ist, wo man noch eine Idee haben kann, die sie noch nicht pleite sind. Aber trotzdem, das ist Marktmanipulation, muss man sagen. Und jeder, der in diesen Foren unterwegs ist, ist ein aufgeheizter Ton. Das muss keiner sich antun. Die heißen dann sowas wie Stahlschwanz und irgendwie so wirklich Testosteron geschwängert und wirklich auch ein Ton, der, ich finde, das passt nicht in diese Welt. Aber egal, das kann man ja gerne ertragen. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwelchen Pushern auf den Leim geht. Auch in anderen Foren muss man das aufbauen. Deswegen wollten wir das hier nochmal ansprechen und nochmal diskutieren, weil es hat sehr manipulative Wirkung. Wenn dann jemand sagt, ja, wir bleiben dabei, und dann geht's hoch, und es funktioniert meistens. Ja, am Anfang, das ist halt die alte Nummer, wenn du halt da wieder siehst, mehrere hundert Prozent innerhalb von einer Woche, und da willst du natürlich, und Gier frisst Hirn, sage ich immer so schön, und du willst dabei sein, und das haben wir jetzt bei Kryptowährungen gesehen teilweise, und dieses schnelle Hochchessen, und wo dann eben alle schnell aufspringen auf einen Zug, aber wir haben auch gesehen, dass es dann auch wieder
schnell abwärts gehen kann. Und dann hatten wir es eben bei den amerikanischen Vorbildern GameStop und AMC. Und da steckt ja teilweise dann eben noch diese aktivistische Mission dahinter. Wir kämpfen gegen die Wall Street, wir kämpfen gegen die Hedgefonds und wischen denen eins aus. Ja, das trifft ja dann bei den Penny Stocks hierzulande auch überall gar nicht mehr zu. Und für mich ist vollkommen unverständlich, dass man damit Pleitewerten rumzockt. Also Philipp Holzmann, ja, ein Bauunternehmer, der damals... Vielleicht denken die, dass der Schröder nochmal kommt. Ja, und der ihn Schröder noch mal oder die Deutsche Bank noch ein paar Peanuts da reinwirft. Ja, das war ja dieser Skandal, in dem der frühere Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank dann von Hilmar Peanuts... Lebt er noch, der Hilmar Kopper? Ich werde es recherchieren. Auf jeden Fall, da sprach damals von Peanuts, die Deutsche Bank verloren hätte im Zusammenhang mit der Pleite. Und das hat natürlich dann wieder einen Aufschrei gegeben, weil ja viele auch ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und das sind Pleiteunternehmen. Also ich verstehe auch gar nicht, dass sie überhaupt noch auf dem Kurszettel sind, aber die sind einfach lebende Untote, die da herumwabern. Und da gibt es überhaupt keine Wahrscheinlichkeit, dass aus dem irgendwas werden könnte, also was man da hoch zu chessen versucht. Ja? Früher gab es ja noch mal immer mal die Spekulation, dass irgendjemand so einen toten Börsenmantel aufkauft und da irgendwas wieder was Vernünftiges reinbringt. Das braucht man heutzutage ja auch nicht. Da nimmt man einfach ein Speck, das geht viel einfacher. Dann andere Geschichten wie SolarWorld. Ja? Zu glauben, dass SolarWorld irgendwann noch mal wieder auferstehen wird, jetzt im Solarboom oder sowas, vielleicht haben manche diese Fantasie, das wird es auch nicht geben. SolarWorld hat ja gerade noch seine letzten Produktionsanlagen an Meyer Burger, wie ich schon mal ausgeführt habe, vor längerer Zeit hier im Podcast verkauft. Also da ist ja auch überhaupt nichts mehr da, was irgendwie nochmal zum Leben erweckt werden könnte. Selbst, keine Ahnung, durch ein Zucken an der Aktie. Ja, Nanogate, die haben, glaube ich, auch sich von vielen Assets erst getrennt, auch insolvent. Und Air Berlin wird nie mehr wieder abheben, schon gleich gar nicht in diesem Marktumfeld. Ja. Und Wirecard, also unser Lieblingsthema, das haben wir ja damals schon gesagt, als sie in die Pleite ging, dass man sich da ganz schnell verabschieden sollte und da konnte man nochmal rausgehen mit 4 Euro? Mit, teilweise noch mit mehr. Es ging also, bis 8 als wir gewarnt hoch. Haben. Nein, aber vorher. Als wir gewarnt haben, war es schon höher. Vor Wirecard haben wir immer gewarnt hier, da waren wir uns auch einig. Wenn wir beide uns einig sind, dann ist das ein sehr sicherer Indikator. Ja? Eigentlich liegen wir da immer richtig. Ja? Also, wir liegen zumindest gut. Sehr gut, ja. Finde ich. Ja? So, also Wirecard. Also, und dann, als die insolvent ging, da musste man spätestens dann verkaufen. Und weil wir immer gesagt haben, diese Aktie ist einfach nur 0,0 Euro wert, weil es gibt so viele Milliarden Forderungen von Gläubigern gegen dieses Unternehmen und da ist auf der anderen Seite nichts mehr da. Und ich meine, selbst wenn die, keine Ahnung, hochgechest würden und eine Kapitalerhöhung, dann müssten die schon eine sehr, sehr große Kapitalerhöhung. Also das ist wirklich im Bereich des absolut unglaublich Theoretischen, was da passieren müsste, dass man da durch eine Spekulationswelle irgendeinen Wert kreieren könnte. Ja, und dann ist ja diese Wirecard-Aktie wieder auf eine Marktkapitalisierung teilweise 60 Millionen hochgeschossen worden. Ja, 60 Millionen Marktkapitalisierung für nichts, ja, für also eigentlich Minus, weil die Forderungen ja viel, viel höher sind, also müssten die einen negativen Wert haben, was es ja so nicht gibt. Also das ist vollkommen und das sollte man sich an solchen Zockereien wirklich nicht beteiligen und bloß zu glauben, weil, und ihr habt das ja neulich auch, es gab auch schon erfolgreiche Penny Stocks, natürlich gab es die Infineons, die sich dann von unter einem Euro da hochgechest haben. Und auch ProSieben war mal unter einem Euro. Und es war nach der Finanzkrise damals, als diese Unternehmen abgeschmiert sind und wo es tatsächlich eine Pleitegefahr gab. Ja? Aber es ist immer noch mal was anderes, ein Unternehmen, das in Insolvenzgefahr ist, als dann tatsächlich in einer richtigen Pleite zu sein. Und dann gibt es auch immer am Anfang einer Insolvenz in Eigenverantwortung, gibt es ja auch immer noch mal die Chance, dass man da vielleicht noch mal rauskommt. Aber bei solchen Insolvenzen wie SolarWorld, Wirecard und andere, da ist einfach nichts mehr. Das ist einfach tot, Töter geht nicht, ja. Und damit zu zocken, ist wirklich ein Handel mit Untoten. Da kann man, es ist wirklich, man gräbt da irgendwo was aus, eine Aktienleiche und zockt damit rum, aber da ist null Substanz dahinter, null, ja. Das muss man einfach mal wissen, ja. Ich bin ja nun wirklich auch bekannt, als einer, der gerne auch riskante Aktien anfasst, ja. Aber sowas, es ist wirklich nur, da kann man wirklich einfach ins Casino gehen. Man muss es einfach sagen, das ist ein Pyramidenspiel und dann, wenn jemand solche Spekulationen ist, ist halt immer einfach.
einfach ein Schneeballeffekt, ja, weil man verkauft, muss immer einen Dümmeren finden, der dir diese Aktie wieder abkauft, ja, und möglichst schnell wieder rausgehen, eben wie bei so einem Pyramidenspiel, und nochmal einen Dümmeren finden, dem du sie dann weiterverkaufen kannst, dann hast du gewonnen, aber den letzten beißen die Hunde und dann geht's rasant nach unten, ja. Das hast du schön gesagt. So, und ich habe ja versprochen heute auch bei AAA, dass ich noch die größte Beleidigung ranschaffe, obwohl es wurden Unflätige, ich nenne mal eine, die nett ist. Der Chappis ist ein Keck. Was weißt du, was ein Keck ist? Nee. Ein Keck ist so ein Wannabe, so ein Möchtegern-Typ. Ein Möchtegern-Typ. Ja, aber Keck. Ist doch kein Sagt man Keck? Ja. Das ist schon eine Beleidigung. Wannabe. Wannabe, du bist halt jemand zu sein. Einer. Ich will halt eine Podcast-Legende sein, dabei bin ich's. Nein, sowas. Das ist Keck. Ja, und das war immerhin. Und du bist relativ gut da weggekommen. Der Defner würde hier noch ganz gut hinpassen, schrieb jemand. Seine größte Position ist Jumia, welche mehr als 50% seines Depots ausmacht. Wenn das nicht mal eine dumme Idee ist, weiß ich auch nicht. So schrieb das jemand. Und ja, also wer diese Foren sich mal anguckt, man kann einfach jetzt zu Reddit gehen, gibt oben in die Suche was ein und dann findet man diese Foren. Selbst bei uns, wir hatten dann so einen Shitstorm, dann schrieb jemand, ihr dürft nicht dieses eine gut organisierte Forum nennen, weil das noch mehr Leute anzieht. Und wir hätten angeblich zu einer Vervierfachung der Mitglieder geführt. Es waren 1200 vor dem Podcast, es waren nach dem Podcast 1500. Also eine Vervierfachung ist es nicht. Und wir können wirklich nur warnen, und ich sage es immer wieder, man kann da nur an diesen Beispielen sehen, wie das Ding gemacht wird. Und was ich auch wirklich misslich finde bei dieser ganzen Sache, und wenn ich jemanden höre, der sagt, wir müssen Anlegerschutz machen, Trade Republic ist eine der Apps, die ich sehr auch schätze, weil ich sie selbst habe. Aber da gibt's eine Seite und da steht meistgehandelte Aktien. Und diese Seite wird bewusst von diesen Foren, auch in diesen Foren steht drin, wir müssen es in die Trade Republic meistgehandelten reinschaffen. Und dann haben wir es geschafft. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich Anlegerschutz machen will, dann nehme ich einfach diese, man kann auch meistgehandelt irgendwelche Standardwerte reinwerfen. Die Leute wissen nicht, was meistgehandelt ist, und man muss nicht immer die wirklich meistgehandelten nehmen, wo wirklich die Zocker sich machen. Und also das ist eins der wichtigsten Tools in dieser ganzen Pump-and-Dump-Nummer, sind genau diese Charts bei Trade Republic. Und wenn man das einfach anders handhaben würde, wäre denen ein Handwerkszeug genommen, und deswegen wäre es so einfach. Und wenn jemand mir erzählt, er will irgendwie was für Anlegerschutz machen, ändere einfach deine Liste. Das wäre das Einfachste, wie man da wegkommt. Und wirklich in allen diesen Dingern sieht man immer, wir müssen da reinkommen, wenn wir da drin sind mit unserer Aktie, Neovax und wie sie alle heißen, diese ganzen blöden Aktien. Dann haben wir es geschafft. Und dann muss ich sagen, das ist sehr misslich alles. So. Misslich. Misslich. Sehr schönes Wort. Das ist eigentlich nichts für Anlegerschutz. Und weil am Ende bist du da und denkst wirklich, die Börse wäre ein Casino, wäre irgendwie. Und die Börse ist kein Casino. An der Börse werden reale Werte gehandelt, da werden Ideen gehandelt, da wird wirklich die Zukunft gehandelt. Deutsche Ingenieurskunst, sondern auch internationale Ideen, Innovationen. Das ist das, was Börse ausmacht. Und Börse ist nicht irgendein Schema, wo sich Leute irgendwie nach oben was jubeln und wo es nur einfach irgendwie schnelle Gewinne gibt. Genau. Und ich will den Leuten auch gar nicht ihre Ideale, die sie da meinen zu haben, bitte habt Ideale und tut euch zusammen und sagt, wir sind die Kleinerleger, wir sind stark, bitte, wenn ihr das meint. Aber alle anderen, lass es einfach. Und ich finde, meine große Sorge, also wir sind ja hier wirklich die Letzten, die irgendwie nach Regulation schreien und sagen, oh, das müssen wir jetzt dringend verbieten und so weiter, und ja, und überhaupt, die Börse ist ein Casino, sondern meine Sorge ist ja immer, dass jetzt hier einfach sich junge Menschen einfach übermütig da in was reinstürzen, ihr Geld verbrennen und dann nie mehr wieder was von Börse wissen wollen. Ja? Und das ist halt einfach, das wäre so schade, wenn jetzt hier einfach Teile dieser neuen Anlegergeneration dann wieder so schnell verloren gehen, weil sie sich dann abwenden. Und ich habe das damals im neuen Markt so oft erlebt, dass dann einfach Leute, die sich dann verzockt haben und viel Geld verloren haben, dann irgendwann abgewandt haben und gesagt haben, nee, wieder Aktien und so weiter, und ich schwöre dem allen ab, das ist Teufelszeug und so weiter. Und dabei hätte es auch damals gute Aktien gegeben, die man über Jahrzehnte hätte halten können, ja. Und da muss man halt einfach die Spreu vom Weizen trennen, und man kann auch mal einen Zock machen, ja, und aber dann muss man wissen, das ist jetzt wirklich ein Zock, und das ist dann meinetwegen mein Casino-Depot, ja. Also wenn man so meinetwegen ein Venture-Depot hat, wo man sagt, okay, da suche ich nach wenigstens aussichtsreichen Geschäftsmodellen, die auch noch riskant genug sind, ja, und die wachsen sowas wie ich im Depot habe. Ich sage ja nicht, dass das alles ohne Risiko ist, ja. Natürlich, all diese Positionen, die ich immer wieder nenne, das sind natürlich riskante Aktien, ja, aber da sind wenigstens keine Untoten und keine Scheintoten, ja. Die haben noch ein existierendes Geschäftsmodell und sind auch noch nicht pleite, ja. Das ist ein Unterschied, ja. Und wenn man mit sowas rumzockt, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt halt einfach mal mein Casino-Geld, ja, und
das begrenzt sich dann aber im Einsatz. Genauso wie man einfach, wenn man ins Casino in Las Vegas geht, also sicher am besten einfach nur $100 oder was auch immer man sein Budget dann ist, einsteckt und sagt, okay, wenn das verzockt ist, dann bin ich auch raus und sich keine Kreditkarte mitnehmen. Da. Das sind so einfach die Regeln, die man da beherzigen muss, und weil sonst kommt man da wirklich durch. Nicht manipulieren. Man darf nicht einfach selbst die Aktie mit nach oben. Also wenn man selbst die Aktie hat und dann in diese Foren selbst einsteigt und dann irgendwelchen Schwachsinn da reinschreibt, kann man sie auch Strafe machen. Auch da müssen wir nochmal sagen, weil das ist Aktienmanipulation. Und das kann, von die BaFin hat da vorher schon gewarnt, und ich frage mich auch, warum die nicht mal diese Foren durchgehen und mal da irgendwas gucken, aber vielleicht tun sie es auch. Aber da muss man sagen, das ist auch strafbar. Also es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, oh, ich habe mal ein Meme gemacht und mal was Lustiges drunter geschrieben, oh, Adler Modemärkte, meine Oma geht da hin und hat sich jetzt neue Mieterwaren geholt. Das mag noch lustig sein, aber... Ist vielleicht aber auch noch keine wirkliche Aktienmanipulation. Das ist auch keine Aktie. Also, aber wenn man trotzdem, wenn man dann versucht, also, irgendwelche Ideen, die werden übernommen von dem oder keine Ahnung, oder die haben ein Auge drauf. Ich finde ja schon grundsätzlich soll vorne auch nicht schlecht. Also ich meine, ich habe das, früher gab es das schon mit Wall Street Online, schon auch damals am neuen Markt. Und da gibt es auch kluge man Ideen. Man kann sich da immer wieder auch gute Ideen holen und abseits der Analystenmeinungen und so weiter. Und sich einfach, aber auch da muss man halt, da gilt halt wie überall und auch was man im Podcast hier hört, nicht für bare Münze nehmen, sondern einfach selber anfangen, nochmal zu recherchieren, bevor man sich eine eigene Meinung bilden und dann auf eigenes Risiko mit vollem Bewusstsein dann da einsteigen, weil man dann überzeugt ist von der Sache und nicht, weil irgendjemand es gesagt hat, ein Defner oder ein Typ in einem Forum, was auch immer. Und diese von diesen konzertierten Aktionen, da ist man halt dann im Zweifel einfach der Letzte, der da aufspringt und die anderen machen sich die Taschen voll, die das initiiert haben. Also das ist, muss man einfach mal, ja, aufpassen. Ja, das war jetzt das Schlusswort des Boomers. Hier wird man immer dann als Boomer beschimpft. Das sind die Boomer, die sind halt, die passen halt nicht in diese Welt. Ewig, gestrig, Dauerpessimist, geistig, komplett unflexibel, redet alles schlecht. So, jetzt habe ich noch einen wunderbaren Satz zum Chapitz. Würdest du auch unterschreiben, oder? Ja, manchmal schon. Ne? Ich bin ja eher der Babyboomer, ja. Also noch aus der späten Babyboomer-Generation. Oh. Ja? Ja. Sehr schön. Ja. Gut. Da bin ich der ewig Gestrige, Dauerpessimist mit einer Mentalität, die einfach nicht zu Mauerstraßenwetten passt. Ein Neininger hat mir neulich mal jemand geschrieben, als du hier meine grünen Ideen niedergemacht hast. Ja? Ja, du bist, das heißt, der Geist, der stets verneint, ja? Um es mit Goethe zu sagen. Ja. Ja. Und jemand hat noch geschrieben, wäre in der Schule mit mir auf den ADS-Medizinbällen gesessen, der Typ. Meint er mich? Mit dir? Weil ich so hibbelig bin wahrscheinlich, so ADS-Medizinbälle. Ach so. Das ist doch wahrscheinlich so gegen Zappel-Philipp-Syndrom. So, das machen wir dann in unserer nächsten Therapiestunde, Herr Chapitz. Ja, nächste Woche wieder. Wenn die Therapiestunde angeht. ADHS-Syndrom. So, diesmal sind wir jetzt einfach so ein bisschen über der Zeit mittlerweile. Gut, dann würde ich sagen, trotz aller guten Vorsätze. Die Welt ist umrundet und aller guten Vorsätze. Jetzt, aber länger werden wir es jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen. Nein. Wir sagen auch nicht mehr auf jeden Fall, sondern bleiben wie immer. Und redet sagen, weiter. Das ist ganz wichtig. Ganz. Sprecht darüber und sagt den Leuten, diese 1:30 oder vielleicht 1:40 heute, das muss niemanden abschrecken. Das lohnt sich. Notfalls einfach nur das Vorgespräch anhören und so weiter. Ja, so ist es. Das ist mal so. Wo es doch jetzt auch gemischtes Hack ist, doch im Urlaub, in der Ferienpause, da habt ihr auch die Zeit dafür. In Ferien kann man auch viel nachhören. Siehst du, in den Ferien hast du viel Zeit. Das ist ja auch immer aktuell, was wir hier von uns geben. Und der Redseligkast kann man den Chef jetzt auch nochmal hören. Also man kann überall, kann man uns hören, sehen, den Defner im Fernsehen sehen. Also ich weiß nicht, was alles noch geht. Gut. Ja, ansonsten sagen wir dann einfach tschüss. Und ciao. Bleib Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.